Reine Nervensache. Der Podcast mit Stefan und Martin. Guten Tag, ich bin der Nikolaus. Guten Tag. Das ist schon längst vorbei. Ja. Happy New Year. Und Stefan. Das wünsche ich dir auch. Frohes neues Jahr, Martin. Herzlich willkommen. Das wollte ich dir nicht wünschen. Ich wollte dir nur, 24. dich nur musikalisch drauf einstimmen. Stefan, schön. Frohes neues. Darf ich nochmal fragen, was das mit musikalischer Einstimmung zu tun hatte, wenn du gesagt hast, Happy New Year? Das ist Sprechgesang. Rap? Ja. Aber da kommen wir später zu. Okay. Ich brauche nämlich noch einen Namen für meine Rap-Karriere, die jetzt starten wird. Oh, da bin ich gespannt. DJ im Vorruhestand, aber jetzt Rapper. Ja. Wenn es heute ein bisschen knistert, für alle, die uns nur hören, liegt es daran, dass ich, wie nennt man das, Luftschlangen um das Mikro gewickelt habe. Ich habe meins kaputt gemacht. Ich habe das nämlich sehr silvesterlich eindekoriert, weil es ist quasi frisch Neujahr. Mhm. Und da dachten wir uns, wenn wir schon nicht weihnachtlich dekoriert haben, dann wenigstens für das neue Jahr. Das hat der Kevin übrigens. Und dann nochmal ein kleines Dankeschön. Danke, Kevin. Da gibt's einen Daumen von mir und von Martin für dieses hervorragende Schnitt, für die Schnittarbeit, die du gemacht hast. Warte mal, ich suche noch den, das war's nicht. Das. Kevin. Kevin, vielen Dank. Der hat wunderbar Weihnachtsdeko in unseren letzten Podcast geschnitten und Schnee und Musik. Aber nur, weil ich ihn genötigt habe. Und? Ja. Na und? Du hättest mal das Gesicht dabei sehen müssen. So funktioniert doch alles. Martin, beim letzten Mal hattest du uns Weihnachtsgeschenke gemacht, dem Kevin und mir. Ja. Und wir hatten es tatsächlich ein bisschen versäumt, dir was mitzubringen. Ach, das was. Möchte ich jetzt ändern. Mhm. Ich habe keine Kosten und Mühen gehabt. Ja. Und habe dir. Wie immer. Und habe dir was mitgebracht. Letzte Woche habe ich erzählt. Letzte Woche sei ich schon in der letzten Folge. Das sind aber bitte nicht die Bockwürste. Nein. Da hast du gesagt, die soll ich dir erst im nächsten Weihnachtsfest wieder schenken. Ich habe erzählt, ich war Weihrichkarzle machen. Oh Gott. Und ich hab dir eine Auswahl mitgebracht. Die sind ja nicht maschinell gefertigt. Das heißt, es könnte leichte Unterschiede in der Form geben. Sind die nur zum Anzünden gedacht oder gibt es da eventuell noch weitere Nutzungsmöglichkeiten? Nein. Guck mal. Also hier habe ich zum Beispiel eins. Ja. Würde ich jetzt schon mal übergeben. Die sind natürlich ausgepackt und färben ganz schlimm die Hände schwarz. Nee, es geht. Die sind ja dadurch, dass da Stärke drin ist. Das sieht aus wie so eine kleine Antenne fürs Auto. Ja, das stimmt. Also guck mal, und jetzt können wir die vielleicht mal hier so nebeneinander stellen. Die sind nicht alle gleich. Ah. Es gibt welche, ich habe eine für den Kevin mitgebracht, ich habe eine für... Gut, aber was ist jetzt das Geschenk? ...dich mitgebracht. Und jetzt habe ich eine ganz besondere, die war am Anfang. Pass auf, die ist noch nicht so gelungen. Mal sehen, ob du von diesen vieren weißt, welche ich zuerst gemacht habe. Stell mal noch die hin. Den Harry Potter Hut bestimmt. So, Gryffindor. Das so. Sieht eher aus wie Slytherin. Das ist mein Geschenk an dich, ein Viererlei an Weihrichkarzle. Ah, und was noch? Ein Feuerzeug. Das ist aber nur eine Dauerleihgabe. Die zünden wir jetzt bitte nicht an. Ich weiß nicht, ob die Sprinkler das so gut finden. Nein, es ist doch bloß ein Weihrichkarzle. Es ist kein Räucherkerzchen. Warte, was das wird du riechst doch schon nach Sandelholz. Nein, das war letztes Mal. Heute rieche ich nach... Ungewaschen. Ja, Distance ist das. Das ist also mein Preis. Mein neues Parfüm ist Distance. Super. Apropos Preis, Stefan. Wir wollen noch mal auf was aufmerksam machen. Ja, wir haben beim letzten Mal, und zwar, ich kann es genau sagen, in unserer Folge 4.1 bei 1 Stunde 18 und 0 Sekunden haben wir ein Gewinnspiel ausgelobt. On point. Nee, da haben wir angefangen drüber zu sprechen. Weihrichkarzle. So. Riechen die nicht in der Regel gut? Ja, ich habe diverse Aromen hineingemischt. Mm. Unter anderem auch was... Also es ist jetzt von dieser Räucherkerze, sind 2 Millimeter jetzt abgebrannt. Ja. Und hier stinkt's wie Huppertz. Wir sollten vielleicht irgendwie, hast du noch so ein Räuchermännchen? Weil das Problem ist, wenn die jetzt immer Luft kriegt, dann wird die relativ... Zieht die richtig nach unten durch. Und dann sollten wir vielleicht mal über die... Ich würde sagen... Warte mal, wenn du den Notfall-Kevin vielleicht mal rufen könntest, der könnte das rausholen. Ach so, ja. Der Notfall-Kevin. Kevin, könntest du bloß mal dieses angezündete Weihrichkarzle hier rausholen? Es riecht extrem danach. Das ist das. Und wir haben ein bisschen Angst. Hast du das hier gesehen? Guck mal. Das ist der Harry Potter Hut. Den kriegst du nachher. Danke. Tschüss. Danke. Das war übrigens der Notfall, Kevin. So, jedenfalls bei 1 Stunde 18 letzte Woche haben wir ein Gewinnspiel ausgelobt für eine bestimmte Veranstaltung in diesem Jahr. Ich glaube, die Frage war zu schwer, Stefan. Denn uns haben relativ wenige Benachrichtigungen erhalten. Und die meisten davon falsch. Erreicht? Ja. Schnitt. Und erreicht. Und deswegen dachten wir uns, wir müssen die Frage vielleicht ein bisschen entschlacken. Vereinfachen. Also die Frage, die der Kevin letzte Woche gestellt hatte, war, an welchem Tag und an welchem Ort fand die erste NB-Club-Nacht statt? Das war nur das Datum. Da war's, wir hatten es doch schon da so leicht gemacht. Aber wir würden jetzt einfach den Ort abfragen. Okay, also die NB-Club-Nacht. Und wir machen auch noch 3 Möglichkeiten.
Wo fand die erste NB-Clubnacht statt? A. Paraguay. B. Auch Paraguay. Oder C. Senftenberg. Ja. Gut. In der neuen Bühne. Uns reicht auch, wenn ihr einfach nur einen Buchstaben schickt. Genau. Und den Rest kümmern wir uns dann. Zum Beispiel ein N oder ein B. Ja. Oder ein SFB. Also das ist völlig. Hast du das Lachen gerade im Hintergrund gehört? Ja, vielleicht. Also ich dachte, der Raum schaltet, aber so. Es gibt auch Stimmen, die gehen durch Wände, aber dazu später mehr. Wer jedenfalls die richtige Antwort kennt, soll sie bitte schicken an gewinnspiel@sinnluft24.de oder in unseren DMs bei Splice Spotify. Da kann man das bestimmt auch. Oder ansonsten gern bei Instagram und das andere. Haben wir das? Haben wir Facebook? Apropos betrunken, was trinken wir denn heute, Martin? Da kann ich jetzt noch nicht sagen. Okay. Das machen wir jetzt auch noch nicht. Dann trinken wir erstmal unser Wasser. Inzwischen Wasser. So, also eine DM bei Instagram oder Gewinnspiel. Apropos Playlist.de. Ja. Apropos Playlist. Wir haben eine eigene Playlist jetzt bei Spotify und allen anderen Plattformen. Spotify? Bei Spotify. Nur bei Spotify. Genau. Und da kommen jetzt jede Woche neue oder nach jeder Ausgabe neue Songs dazu. Mhm. Da sprechen wir aber später drüber. Wir machen relativ viel heute später. Nee, das können wir eigentlich direkt einfach jetzt drüber sprechen. Wir haben ich habe noch keine Idee. Die Playlist kannst du einfach zwischendurch hinzufügen. Wir haben letzte Woche eine Playlist angefangen. Mariah Carey. Und zwar hat Martin letzte Woche Tokyo Hotel. Heart gets my heart in gets the sleep. No sleep. The heart. Genau, Hans Hartz mit Get No Sleep von Tokyo Hotel hinzugefügt. Ich hatte relativ spontan Blue Monday von New Order. Ja. Und jetzt hat Martin mich heute angeschrieben und gesagt, weißt du was, wir packen einfach noch Unmengen an Musik da drauf, damit das mal eine Playlist wird. 10 Songs. Jeder. Grob. Ja. So. Ich habe übrigens 15. So, und ich auch ein paar. Aber ich habe schon wieder ein paar gelöscht, weil die matchten so gar nicht mit deinen Songs. Also wenn ihr so erquickende, lebensbejahende Musik hört, das ist in der Regel meine. Und dann dieses melancholische Indie-Gedudel, das ist von Stefan. Das ist dann von mir. Also die Musik mit Anspruch, die kommt von mir. Kommt bald. Bei Spotify einfach so reine Nervensache OST für Original Soundtrack. Oder Ost. Die West-Playlist kommt später. Wir reden immer davon, dass irgendetwas später passiert. Also wir würden das später jetzt einfach vorziehen und jetzt machen. Denn wir haben es angekündigt, wir wollen in dieser Staffel öfter mal mit prominenten Gästen sprechen. Da muss selbst der Gast schon nebenan lachen. Das ist leider nichts geworden, deswegen haben wir ihn heute bestellt. Und ich muss ehrlich sagen, ich kann ihn nicht mal ordentlich anmoderieren, weil ich kenne ihn kaum, das nicht. Ja, das aber ich schon. Und aber er soll sich dann gleich selber vorstellen. Deswegen kommt jetzt erstmal der Einspieler. Hier kommt der Gast, hier kommt der Gast. La 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 la, hier kommt der Gast, Gast. Und da ist er auch schon, unser heutiger Gast. Andi oder Andy oder Andreas. Sag einfach du. 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 Ich bin jetzt reingezaubert worden, ne? Ja. Ja, Kevin, machst du dann so eine Rauchwolke wie bei Genie? Nee, aber wir könnten die Zauberkugel von, wie hieß er? Mareike Amado. Mareike Amado. Oh ja, oh. Einer von uns hat tatsächlich echte Erfahrungen mit Mareike Amado gesammelt. So, vielleicht möchte sich unser Gast aber einfach erstmal vorstellen. Dazu später mehr. Sehr gerne, ja. Andy oder Andy? Andy. Andy? Andy ist komplett richtig. Und das stammt von Andreas oder ist tatsächlich der? Nee, ich heiße tatsächlich Andy mit Y. Verrückt. Ist irre, ne? Das ist neumodisch. Ich bin auch jeden Tag total irritiert, wenn ich im Ausweis gucke. So, wie heiße ich es ernsthaft? Wahnsinn. Guckst du jeden Tag in deinen Ausweis? Ja. Finde ich vernünftig. Nein, aber das sollte ich anfangen. Solltest du anfangen, gerade wenn man älter wird, ist das gut, nochmal zu gucken, so sah ich aus. Stimmt. Ja. Aber ich kenne sein Bild im Ausweis, er sollte da nicht jeden Tag reingucken. Da kannst du Neues drüber kleben, ist nicht so schlimm. Okay. Ja das finde ich eins find auch die Polizei immer gut. Ich hab tatsächlich eins von Kevin in meinem Portemonnaie. Achso, ich sag gerade auf dem Ausweis. Nee, das ist noch nicht von Kevin. Noch nicht. Das kommt vielleicht noch. Ich entwickle mich in die Richtung Kevin. Ich habe schon fast zwei Wann geht's los? Zusammen. Naja. Passiert ja bald. Andy, schön, dass du da bist. Ja, danke. Also wir haben ja wirklich alle Prominenten angefragt, die wir kennen. Und der Erste hat zugesagt. Genau. So. Herzlich willkommen. Das mit dem Prominent lassen wir mal so stehen, ja? Ja. Super, ich trinke mal Genau, wir würden erstmal anstoßen. Ja. Und das, ich habe ja gesagt, das heutige Getränk, wir müssen später drüber sprechen, denn das ist eine Erfindung von Andy. Prost. Ja, irre. Das ist nämlich Sekt aus der Tasse. Ja. Das hat zwei unglaublich nervige Nachteile. Zum einen ist sofort die Kohlensäure raus, wenn man den Sekt reinkippt. Ja. Und zum anderen ist immer viel zu viel in dieser Tasse. Du, ich habe auch eben gesagt, weil ich muss dazu sagen, ich trinke ja gerade alkoholfreien Sekt, weil ich trinke ja gerade nichts. Ne? Ein bisschen neues Jahr. Neues Jahr, neues Glück. Sabbatical. Und ich habe eben gedacht, als du meintest, es gibt Sekt in Tassen, dachte ich, boah, das ist wirklich eigentlich richtig gottlos. Das kannst du eigentlich nicht machen, das ist richtig frech. Wo kommt's denn her?
Es kommt aus unserer lustigen Nightbühne. Das ist eine Later-Show in der neuen Bühne Senfenberg. Mhm. Moderiere ich mit der Lena Konrad. Liebe Grüße, Lena. Lena, das ist unsere Stimme. Oh. Das ist eure Stimme, richtig. Ja. Und da gibt es Sekt in Tassen, aber auch nur, weil wir, bevor es die Late-Night-Show gab, haben wir oft mal Sekt in Tassen vor dem Theater konsumiert. Ich finde das hervorragend, dass man einfach das Getränk lässt, wie es ist. Macht aber einfach den der Behälter wird anders. Und damit ist es jetzt Sekt aus der Tasse. Ist und es fällt nicht auf. Nee, wenn der Intendant vorbeiläuft, es fällt halt nicht auf. Erstmal das und es kam tatsächlich eigentlich daraus, weil es waren Gläser alle. Keiner wollte abwaschen, es gab nur noch Tassen. Deshalb. Also ja. Der Kevin und ich haben schon mal bei einem Dreh im Theater Wein aus Teelichthaltern bekommen. Weil auch da waren die Gläser alle und wahrscheinlich auch die Tassen in Benutzung. Dann gab's, es gibt ja so größere Teelichter. Also ich habe zwei Fragen, wieso trinkt ihr bei uns? Wenn ihr arbeitet? Weil wir warten mussten. Wir wurden eine Stunde zu früh bestellt. Weil die immer überall trinken. Und dann meinte auch der Intendant, ist gar kein Problem, ich besorge euch was zu trinken. Dann kam er mit einer offenen Flasche Wein zurück, die wer weiß wie lange schon irgendwo stand und hatte auch keine Gläser und brachte dann Teelichthalter. Das hat mir geschmeckt. Aber voll gut gelöst. Gut, macht doch, finde ich. Es klingt köstlich. Das Gute ist, wenn wir immer Gäste haben, haben wir einen kleinen Steckbrief. Und immer. Jedes Mal haben wir einen vor Steckbrief. Vor dir auf dem Hattet ihr schon mal einen Gast? Ja, zwei. Ja? Hä? Kevin? Nein, Guido war da. Wann war das denn? Wann Guido da war? Ach, damals. Du erinnerst dich schon noch, dass Guido mal da war, oder? Du weißt, wer Guido ist, ja? Wer bin ich und was mache ich eigentlich hier? Stimmt, nein, natürlich Spaß. Guido, das war eine schöne Ausgabe. Und der zweite Gast war auch toll. Der zweite Gast war auch toll. Das ist übrigens Andy. Hallo, Andy. Hallo. Andy. Andy ist ganz falsch. Andy war der zweite Gast. Du bist der dritte. Ich möchte bitte so Augenzucken, muss ich ehrlich sagen. Mitzählen. Andy war der zweite. Zwei. Du bist der dritte. Andy ist der dritte. Ach so. Hab ich ja gesagt. Ach so. Und ich muss mich entschuldigen. So. Ich bin, glaube ich, dafür verantwortlich, dass sich mittlerweile im Theater auch alle Andreas nennen, oder? Sagen wir mal so, es könnte sein, ja. Es könnte, hat sich ich ein bisschen das mal so als Gag. Ich bin ja so eine Gag-Kanone auch mal spontan. Ja, immer wieder eingeworfen. Mal so einen Andreas eingeworfen, weil ich es irgendwie charmant fand. Naja, macht ja nichts. Ja. Es hat sich so ein bisschen eingebürgert, ja, muss man sagen. Ja. Nimm's doch einfach als deinen Spitznamen. Du, mach ich auch. Es ist auch wirklich besser als Andi, weil Andi ist wirklich einfach nur grotesk und falsch. Sorry an alle Andis draußen. Ja, deswegen Andy. Und Andy arbeitet, wie wir schon erfahren haben, an der neuen Bühne. Oh, und du hast schon erwähnt, er hat auch einen Fragebogen von uns bekommen. Genau, um ein bisschen Struktur reinzubringen, Andy, haben wir hier diesen Fragebogen. Soll ich das jetzt vorlesen? Aufblättern und, möchtest. Und da hast du einen Leitfaden, wie du Informationen an uns übermitteln kannst. Name haben wir schon geklärt. Andy, wie hättest du... Du möchtest meinen Nachnamen nicht wissen? So frech. Kubayak. Ich dachte vielleicht... Andy ist ja international tätig, der Nachname ist Kubayak. Das ist doch... Du hast diesen Film gemacht, Full Metal Jacket, oder? Das ist richtig, ja. Ja. Krass. Und hast du Titanic gesehen? Ja. Ich war die fünfte Leiche, das war ich auch. Ah, von oben? Der ist auf dem Rückentrieb. Oh. Ja, genau, das war ich. Mhm. Besonders gut, da habe ich schon mal zu Martin gesagt, hast du die fünfte Leiche gesehen? War beeindruckend. Wie schön aufgedunsen die war. Ja, aber sehr beeindruckend im Spiel, gerade im Gesicht, da war richtig viel los. Oh. Ja. Das ist ja das nicht so gut, wenn man eine Leiche spielt, wenn da im Gesicht noch richtig viel los ist. Also das muss ich vielleicht, kleiner Tipp. Auch Leichen haben Gefühle. Irgendwo. Für die nächste Leiche. Wie hättest du denn gern gehießen, wenn du nicht Andy... Das ist ja der Wunschname, müssen. Ne? Ja, genau. Ich würde mal sagen, mein Berliner Spitzname, den finde ich eigentlich ganz schön. Der ist Ömer. Ö-M-A. Ömer. Ist das nicht sächsisch? Der ist eigentlich Oma. Ich wollte gerade sagen, Ömer. Ömer mit so einem rauchigen Ömer. Aber warum? So, Ömer. Ich finde, warum? Schöne Geschichte. Ich war früher sehr wenig, wollte ich sagen, feiern. Und mit meinen Freunden in Berlin, also ich komme ja aus Berlin. Und da gab es öfter mal die Situation, dass wir im Club waren und ich irgendwann nach Hause wollte und bin dann so durch den Nebeldunst gelaufen und dachte so, scheiße, wo sind die alle? Und ich sah wohl für alle mal aus wie eine Oma, die so ein bisschen in so einer leicht gebückten Körperhaltung, völlig fertig am Ende, so morgens um 10, durch den Clubstiefel einfach nach Hause möchte. Wir kennen ihn alle so. So kam dieser Name zustande. Also hat es doch tatsächlich mit Oma zu tun? Tatsächlich von Oma abgeleitet, ja. Ach krass. Ja. Die Berliner sagen dann, Ömer. Vielleicht fällt mir noch was Besseres ein, dann würde ich dir nachher noch einen Vorschlag nachreichen. Schickst du mir dann einfach, ja? Ja. Es hat auch sowas in dieser Rauchigkeit, was in dieser Horst Schlemmer Art. Ja. Bist du eine richtige Frau geworden? sowas in die Richtung. Apropos Ömer, wollen wir über das Alter sprechen? Können wir gerne machen. Ich bin 50 Jahre alt. Man sieht es nicht, ich weiß. Dankeschön. Herzlichen Glückwunsch. Dankeschön. Das freut uns sehr. Naja, hat das Haar schon verloren, deswegen eine kleine hätte man es erahnen können. Ja, das kann man doch gar nicht sehen. Ach so. Ja. Vielleicht ist er jede Menge Haar. Aha. Oder ist einfach gekämmt und keine Mütze. Unter der Mütze. Vielleicht trage ich die seit 3 Jahren und da wächst richtig viel. Weiß man es? Das ist wie, wenn man eine Topfpflanze zu lange im Topf lässt und dann will man die anheben und dann ist die mit dem Boden verwachsen. So ist es vielleicht mit deinem Haar. Nee, es gibt ja diesen kreisrunden Haarausfall. Andy hat das Gegenteil. Der hat quasi die Platte behaart und der Rest ist viereckigen Haarausfall. Ja. Genau.
So, wie geht's denn weiter? Hier steht jetzt, Alter habe ich gesagt. Ja. Woher kennt man mich? Man kennt mich entweder vom Rewe, da stehe ich sehr gerne im Spirituosenregal und gucke verträumt einfach die Flasche. Naja, aktuell ja nicht im Spirituosenregal. Nee, aktuell jetzt nicht, aber ab März geht's wieder los. Und wenn man mich da nicht kennt, vielleicht aus der neuen Bühne. Die neue Bühne ist das Theater hier in Senftenberg. Das ist richtig. Und da bist du darstellender Schauspieler? Auch. Ich bin aber auch Stage Manager und jetzt ganz neu auch Regisseur. Du machst das. Das ist wie bei uns hier, man muss einfach alles machen. Man macht einfach alles. Als Regisseur inszenierst du eigene Stücke, schreibst die selber oder? Nee, du bekommst von der Dramaturgie ein Stück vorgeschlagen, das liest du dir durch. Und liebe Grüße an Caroline. Ja, Caroline. Dankeschön. Ich habe keine Ahnung, wer du bist. Die Chefdramaturgin. Ah. Jedes Mal reden wir drüber. Sie legt die Stücke vor. Redet ihr ganz oft über Caroline? Ja. Also zumindest nicht, wenn ich dabei bin, Mann. Naja. Nicht? Ja. Okay, also die schlägt dir ein Stück vor und dann setzt du das quasi um. Dann kann ich mir das durchlesen und dann reden wir erstmal drüber, ob ich dazu einen Einfall habe. Mhm. Und beim letzten Mal hatte ich das und dann gibst du ein Konzept ab und dann darfst du das, wenn das Konzept ganz geil ist, darfst du das inszenieren. Welches Stück war das letzte, was du dann inszeniert hast? Oh, das war die zweite Prinzessin, das spielt die Lena Konrad. Ah, oh, das ist ja ist verrückt. Verrückt. Es gibt am Theater euch drei, oder? Es gibt nur uns drei. Es gibt Caroline, Lena und mich. Und den Intendanten. Na, der kommt nur ab und zu. Ja. Der ist ja viel unterwegs. Ach, genau. Ja. Der ist viel umher. Also kennen wir dich alle aus dem Theater. Wenn ich dich jetzt mal spielen sehen möchte, wann kann ich denn jetzt demnächst ins Theater kommen? Überhaupt? Oh Gott, warte mal. Das nächste Mal kannst du mich sehen. In Hair spiele ich mit. Das ist die Sommerproduktion am Anfang. Ich stau so ein bisschen. Kleiner Scherz wegen Hair. Ja, ja. Das ist Mobbing. Da habe ich wirklich Hair. Ist das so? Okay, das dauert noch ein bisschen, ist im Sommer das. Genau, und deswegen lasse ich noch wachsen. Deswegen ist es im Sommer, aber alle warten auf mich, bis die Haare lang sind. Ah. Ja. Ich habe übrigens Tickets verschenkt für die Premiere zu Weihnachten. Ach was. Von Hair? Mhm. Oh. Das ist mir viel nichts Besseres als, das ist aber lieb. Ihr seid alle herzlich eingeladen. Herzlich. 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 So, das heißt also Beruf, da dürfen wir Regisseur, Schauspieler und Stage Manager. Stage Manager. Manager. Ja. Was okay. Habt ihr denn so zu Weihnachten bekommen? Unter anderem, fang du doch an. Eine Karte für Her. Nee, bitte. Hast du eine Karte für Her bekommen? Ja. Die nein, Glückwunsch. Die will mir Martin noch geben, da freue ich mich sehr drauf. Ah ja, hast du bei, ne, hoffentlich. Die gibt er mir nach Her. Oh Gott. Haben wir dafür einen Jingle irgendwie für ziemlich cooler Wort? Ist wirklich herrlich bei euch. Nee. Danke, dass du her gekommen bist. Ich hab dein Jingle. Ist ungerecht. Was ist denn dein Lieblingstier, Andy? Oh. Wir sind doch gerade bei Weihnachten gewesen. Ja, aber du mich da gefragt. Du bist nämlich weil du ein bist. Was ist dein Lieblingstier? Das mussten wir jetzt dreimal piepen und keiner weiß, was du gesagt hast. Aber es war böse. So. Ich möchte das Lieblingstier von Andy wissen. Ich habe übrigens ganz tolle Gläser zu Weihnachten bekommen, was eigentlich Tassen sind. Von also das Andy? Sind so doppelwandige Gläser, wo man heiße Sachen reinmachen kann. Und das Witzige ist, die gibt es so in groß für große Cafés oder Glühwein oder sowas und dann klein für Espressos. Und du hast dann halt keinen Henkel, sondern hast die wirklich so ganz frech in der Hand. Mhm. Vor allem frech. Ja, ja. Und vor allem Espressi. Ja, ich würde dann ein Bild nachreichen, was wir dann wieder in die Story packen, genau wie mein Weihnachtsbaum, Stefan. Den habe ich auch gesehen, aber den könnten wir vielleicht in der Zeit zurückreisen, noch in die Story packen. Ja, Stefan ist nämlich unser Social Media Manager und das ist schwierig. Also vielleicht brauchst du noch einen Nebenjob, so auf 520 Euro Basis. Das können wir dann gleich klären. Darüber sollten wir aber 520, noch 520, so viel? Na, Sei Stefan, wollte ich sagen. So viel? Ich mach's auch für 300, kein Problem. Du, ich auch. Also, du auch? Wenn es überhaupt irgendwie geht. Ja, du bezahlst es doch. Ach so. Ja. Das ist ja deine Leistung, die nicht erbracht ist. Ja, naja. Und er würde gleich mal 2000 Euro auf den Tisch legen, weil das von den letzten Monaten noch so angehäuft. Sehr gut. Sehr gut. Habe ich in diesen Bonbons verpackt. Also ich war sehr glücklich über meine Tassengläser. Müssen wir das benutzen? Machen wir noch was hier aufregendes Blatt? Oder wie ist das? Du kannst dich nebenbei einfach eindekorieren, wenn du möchtest. Genau, wir haben hier so ein bisschen Neujahrs-Happy New Year-Deko. Kevin, sieht das gut aus? Wir haben auch Tröten. Ha! Ist super. Geil, dankeschön. Und aber wir können ja erstmal hier an so einem... Also für alle, die es nicht sehen, ich setze mir gerade eine Krone auf, da steht Happy New Year drauf. Die muss ein bisschen steiler. Die ist ein bisschen über vom neuen Jahr. Ich sehe es doch nicht, ich habe doch keinen Spiegel. Warte mal, ich komm mal. Ja, komm mal rum. Warte mal. Sieht jetzt ein bisschen aus wie eine Schirmmütze. Das muss wehtun. Und ist guck mal, sexy, und wir haben, ist sexy geworden. Ja, wir haben Knallbonbons, wir können mal dran ziehen. Wunderschön. Ah, was ist das Happy denn? New Year. Und jetzt ist da drin ein Kamm. Ein Löffel? Eine Lupe. Was, eine Lupe? Erstmal ist die völlig verkratzt und völlig dreckig. Was ist das denn für Scheiß? Naja, gut. Warte. Ein Zettel. Das ist ein sogenannter Glückskeks. Nee, der kommt was später. Was ist das denn? Wir ziehen nochmal. Hier ist ein Witz drin, soll ich noch vorlesen? Es kommt drauf an, erzähl mal. Na, wobei... Ich hab einen Ring. Nee, lese ich nicht vor der. Ich hab übrigens einen Ring. Das ist total unbefriedigend. Das mussten wir schon wieder piepen.
Also ich habe einen Ring, der passt nicht mal auf die Fingerkuppe meines, aber doch, so ein French, ne? Auf die Fingerkuppe meines kleinen Fingers. Und es könnte ein Schweinchen sein. Ist da bei dir auch noch ein Witz drin? Weil bei Andy war ein Witz drin. Ja, bestimmt. Der ist aber bestimmt genauso gut. Der Ring ist grün, ist total deine Farbe, muss man sagen. Ja, da hat die Firma Weco wirklich die Gag-Kiste aufgemacht. Hast du auch so einen Scheißwitz? Ein Beamter zum anderen. Ich weiß gar nicht, was die Leute gegen uns haben. Wir tun doch nichts. Hui, ja, jetzt möchtest, kannst du auch... Möchtest du den Witz vorlesen? Ich möchte das nicht vorlesen. Jetzt kannst du deinen... Wir haben noch einen. Oh, da hat auch noch jemand mal so ein bisschen... Was haben Frauen und Handgranaten gemeinsam? Ich habe noch nicht weitergelesen. Ziehst du den Ring ab, ist dein Haus weg. Okay, also Beschwerden schicken Sie bitte an Weco Feuerwerke. Ich glaube, weco.de kann man sich direkt hinwenden. Dass man vielleicht mal das Thema ins Gagbuch. Ja, und vielleicht diese frauenfeindlichen Witze. Schade, dass Lena heute nicht da ist. Die hätte bestimmt gleich, die wäre losgerannt und die kennt viele frauenfeindliche Witze. Hätte die Bude angezündet. Also bei Weco. Ja. Und das wäre ein Feuerwerk geworden, wenn sie das angezündet hätte. Das wär's. Naja. Ich habe übrigens eine Konzertkarte bekommen. Aha. Für die Band Matzen. Im März, glaube ich. Schön. Im März. Nie gehört, diese Band, nie gehört. Ist gute Musik? Matzen, ist gute Musik. Sehr gut. Ja, ich sag mal so, Rock'n'Roll? Ist ein bisschen Rock'n'Roll. Ist ein bisschen Rock'n'Roll. Ich sag mal so, ist nicht auf unserer Playlist. Bis jetzt. Aber ich füge von Matzen ein wunderbares Lied hinzu. Und zwar gucke ich gleich mal, welches das sein soll. In der Zwischenzeit Band? Kann uns der Andy ja mal erzählen, was sein Lieblingstier ist. Ja, also Hund oder Faultier? Oder beides zusammen. Gibt es einen Hund als Faultier? Ja. Ja, mein zum Beispiel. Der ist immer relativ faul, wenn es früh ums Aufstehen geht. Ja? Na, vorhin war er beschäftigt mit anderen Dingen. Da hat er gebrochen. Korrekt. Aber es war wohl nur Galle. Es war nur Galle und ein bisschen Spielzeug kam noch mit raus. Das so. Spielzeug von letzter Woche? Nee, das war frisch verzehrt. Ah. Aber es rumorte wohl im Magen. Ich füge auf unsere Playlist hinzu, Matzen mit Lass die Musik an. Wir laden natürlich jeden ein. Nämlich zum Beispiel jetzt in diesem Fall Andy, auch ein Lied auf unsere Playlist hinzuzufügen. Du kannst dir gerne Gedanken machen. Ja. Oder? Das fragen wir später ab. Es prompt rausschreien, aber. Gott, Gehirn anstellen, es ist zwischen den Jahren. Scheiße. Es ist schon nach den Jahren. Es ist ach! Zwischen Januar und Dezember. Ich bin stecken geblieben. Im alten Jahr bin ich. Das mussten wir gerade übrigens wieder piepen. Wegen auf was? Warum piepen wir denn so? Also wollen wir definitiv dieses kleine E nicht? Ich finde das eigentlich ganz, ganz reizend, wenn wir so ein E hinter der Folge haben für Explicit. Naja, gut. Ich finde das gut. Ich würde dann hier im Sender wieder die Anrufe abfedern. Also das macht jedenfalls Spaß. Apropos zwischen den Jahren, Andy. Ja, bitte. Das ist so die Zeit, wo man ein bisschen zur Ruhe kommt und sich vielleicht auch mal auf die Couch legt, was man sonst im restlichen Jahr wenn nicht hat. Wenn man eine Couch hat, ja, lieb, dass du fragst. Oder auf den Stuhl legt, je nachdem, was man so zu Hause hat. Vielleicht hast du auf einmal einen sehr harten Stuhl. Boden, ich liege auf dem Boden. Alles andere kann ich mir nicht leisten. Okay, aber immerhin ein Boden. Das habe ich eben gern, den Nebenjob hier. Das kommt mir wirklich sehr gelegen. Wir suchen auch noch Reinigungsfachkräfte. Oh ja, das kann ich gut. Apropos Boden. Da kriegen wir die 520 voll. Geil. Also bald putze ich hier, sehen wir uns. Wenn du also auf deinem Stuhl sitzt oder Boden liegst oder wie auch immer, schaust du dann gerne eine Serie oder zwei oder eine besonders gerne? Ja, ich gucke immer parallel zwei Stück. Gleichzeitig auf zwei Fernsehapparaten oder mit Splitscreen? Eins auf so einem Röhrenfernseher und auf dem Telefon, weil Fernseher ja ist ein bisschen teuer, wisst ihr. Auch Röhrentelefon oder noch? Röhrentelefon, ja. Das habe ich noch. Ihr nicht? Sehr gut. Doch. Aber ich muss es immer ausmachen, weil wenn Mutti nachts dann gucken kommt, ob ich auch schon ausgemacht habe, legt ihr immer die Hand drauf, ob es noch warm ist. Oh, und dann ist es richtig heiß noch. Und dann schämt man sich im Grunde. Und dann holt sie Papa, um es aus dem Zimmer rauszutragen. Und wenn ich dann, genau. Papa trägt die Mama raus? Nee, das Telefon. Achso. Mit der Mama. Mit der Mama dran. Oh je. Ist festgeklebt. Hast du eine Lieblingsserie? Darauf wollte ich hinaus. Ja, aktuell gesehen oder generell? Sowohl als auch. Manchmal ist ja so, dass man sagt, die aktuelle ist die generelle. Ich würde sagen generell Friends. Ich mag Friends einfach. Also da kann man, glaube ich, nichts falsch machen. Gonna be this way. War das nicht dreimal? Nee, viermal. Nee. Doch. Wir reichen die Antwort nach. Es ist viermal. Wie wir gerade alle zählen mussten, wie wir selber. Oh, jetzt müssen wir aber noch zusammen. Das können wir nicht. Das haben wir letzte Woche schon probiert. Und ich kann nicht aber richtig klatschen. Du bist klatschen. Der Regisseur. Du hast uns angeleitet, wie wir es zusammen. Hat gut geklappt. Ich kann nicht richtig klatschen, weil ich habe doch meinen French Nail Ring auf. Stimmt. In Grün. In Giftgrün. Das ja, so, aber Friends ist toll. Ja. Und aktuell American Horror Story, weil ich vorgestern festgestellt habe, dass es eine neue Staffel gibt und dachte so, hä, wieso sagt mir keiner Bescheid, voll frech. Das ist das mit dem krassen, gruseligen Cover immer, oder? Ich habe das noch nie gesehen, diese Serie. Ich auch nicht. Aber die Cover spielt doch Lady Gaga mit.
Nee, das ist, die singt das Lied bei Wednesday, oder? Sie spielt die Klar spielt die bei Kevin. Kevin, google das mal bitte. Googlen, bitte? Lady, und dann nee, reinrufen. Spielt, nein, Kim Kardashian spielt gerade mit in der aktuellen. Nein, nicht in der aktuellen, aber sie hat da schon mitgespielt. Echt? Ich habe es noch nie gesehen. Das war die einzige Assoziation, die ich zu dieser Serie habe. Also die Frage ist, könnt ihr mit Grusel gut umgehen oder so? Also so horrormäßig ist es jetzt auch nicht. Ja, ein bisschen, ja. Wenn es zu gruselig wird, dann habe ich Angst. Ja, da kannst du die Augen zumachen. Weißt du, machst du die Hände vor die Augen und dann siehst du es ja nicht. Oder so. Einfach aus. Oder aus. Schmeißt den Fernseher aus dem Fenster und dann ist auch gut. Okay, aber da muss ich bei Röhrenfernsehern, Vorsicht. Da musst du gucken, wer unten steht, ja. Die implodieren. Ist es denn so gruselig? Nein, überhaupt nicht. Es geht. Also mal ist so ein bisschen sehr abgeschlachtet, ist eher so Psycho, würde ich sagen. Mhm. Aber das kann ich sehr empfehlen, ist sehr, sehr gut. Läuft auf? Jetzt gerade auf Disney Plus. Okay, mhm, ja. Das habe ich nicht. Also wieder Netflix weg. Kann jemand seinen Account teilen? Genau, früher war es Netflix, jetzt ist Disney Plus. Das habe ich jetzt festgestellt bei New Girl. Die haben, die ist auch weg bei Netflix und jetzt bei Disney Plus. Gibt es das noch, New Girl? Ich glaube keine neuen Folgen mehr, aber so die alten und ich lache. Ist das der Nachfolger von Gossip Girl? Nee. Gossip Girl ist Gossip Girl nicht, was war denn Gossip Girl? Das ist nicht die Band? Nee, die heißt nur Gossip. Ja, da kommen wir später dazu. Apropos. In der Helene Fischer Show. Naja, gut, was haben wir denn noch auf der lustigen Liste? Lieblingsserie haben wir. Lieblingsserie, wir haben Lieblingswort übersprungen. Oh, dann wollen wir das nachholen. Lieblingswort ist ganz klar, jawohl. Okay. Stimmt. Das ist, da ich dich nicht kenne, man hört Andy bei diversen Veranstaltungen immer so durch den Raum rennen. Jawohl! Ja, wirklich. Jawohl! Ja. Das kann man sehr gut schreiben. Man kann auch so, jawohl! Ja, wenn man so innerlich, also wenn jetzt irgendwie so der nächste Aufzug klappt, jawohl! Ja, okay. Ja. Oder Silvester 001, jawohl! Schon ein ganzes Jahr geschafft, ohne zum Beispiel zu stürzen. Genau. Ja. Oder jemand angefahren. Das ist mein Wort, jawohl. Jawohl! Das finde ich schön. Meins ist übrigens Rambambuli. Bitte was? Rambambuli, der kleine Wellensittich von Tante Bethany. Das sind ganz viele Wörter. Na, merkt ihr einfach nur Rambambuli. Ich wollte es bloß nochmal sagen. Das ist ein Akronym, Rambambuli. Da steht jeder Buchstabe für ein anderes Wort. Klingt ein bisschen wie Randalieren, Rambambuli. Ja, das ist auch ein sehr aggressiver Wellensittich. Oh, könnte auch so eine Gemütseinstellung sein. Ich bin heute ein bisschen Rambambuli. Mhm. Da muss man aber so dieses Howard Carpendale-ige dann drauf haben. Also ich fühle mich heute ein bisschen Rambambuli. Rambambuli. Also was mit dem los ist... Ich weiß, wir waren ein bisschen unten rum. Seit wann sind wir eigentlich ein Comedy-Podcast? Wir sind ein Laber-Podcast. Ja, das trifft's auch ganz gut. Ich bin heute ein bisschen Rambambuli, ist gar kein Problem hier. Und du hast den Andy eingeladen, dass der nebenbei noch witzig ist. Ja, sehr schuld. Ja, das hatte ich nämlich so hat mich auch gar gefreut. Nicht vermutet. Ja, voll. So, jetzt kommen wir zu den spannenden Kategorien auf deiner Liste. Deine Frage an Stefan. Was du schon immer von ihm wissen wolltest. Also, das bin ich mir ziemlich sicher, hast du dir... Habe ich mir nicht überlegt, ist mir aber gerade... eingefallen. Mhm. Meine Frage an Stefan ist, du gehst nicht so oft ins Theater, oder? Ich dachte zum Friseur. Warum? Das stimmt, gehe ich tatsächlich leider nicht, weil Stefan! Entschuldigung. Was müssen wir tun, damit du öfter kommst? Da war Sekt dabei. Ich bin angespuckt. Aber alkoholfreier. Da kann nichts passieren. Es kann nichts passieren. Ich muss einfach so diesen einen Schritt mal gehen und mal wieder hingehen. Und dann ist es, glaube ich, entdecke ich, wie toll das ist. Es wäre gut, wenn man zu Fuß ins Theater kommt. Ja, Stefan hat aber sehr kleine Füße, deswegen dauert das sehr lange. Ah. Und ich habe auch ein bisschen Way to Rambambuli zu gehen, damit ich da ankomme. Aber ich bin früher sehr gerne ins Theater gegangen, aber auch da selten. Aber immer wenn ich da war, fand ich es gut. Und du warst, er war zur Clubnacht. Ich weiß. Ich habe gearbeitet. Ja. Da kam Andy rein und hat gesagt, oh, jawohl. Jawohl. So. Schlechte Musik. Jawohl. Endlich. Ja. Also ich gehe eigentlich gerne ins Theater, aber viel zu selten. Wir sehen uns bei der Premiere von Herr. So, da noch gibt's Karten. Da kriege ich nämlich noch eine Karte. Nur stopp. Erstmal sehen wir uns ja sicherlich auch bei der Club Night, oder was? Richtig. Ja. Nur, ob Stefan kommen darf, weiß ich noch nicht. Das muss ich mir noch überlegen. Weil diese Club Night wird bestimmt Herr rausragend. Jawohl. Oh, warte. Geil. Haben wir kein Konfetti hier? Wieso nicht? Aus Gründen, weil irgendjemand wegmachen muss und die Chancen sind relativ gut, dass es... Aber... Na, ich mach's weg, ich putz doch jetzt hier. Ach so. Vielleicht hast du es vorher noch nicht gesehen. Aber erst 23 Uhr. Karzle. Ach, scheiße. Wenn du möchtest, kannst du eins anzünden. Nein. Welches soll ich anzünden? Nein, wir stehen... Eins, zwei... Martin, jetzt weg. Ich krieg... So, genau, das war nämlich hier die Regie. Das nicht. So, was war denn jetzt mit dem... Hast du herausgefunden, ob Lady Gaga irgendwo mitspielt? Ja. American Horror Story. Wirklich? Und 6. So. Was? Danke, Martin. Das gerne. Ist, wow. Ich bin ja hier für das Wissen verantwortlich. Ja, ich glaube an die Kraft des Vergessens. Ich bin nämlich der Teil des Wissens-Podcasts und Steffen der Laberteil. So, und Andy ist jetzt der Komiker. Andy. Guten Tag.
Ja. Wie gesagt, bei Andi kriege ich wirklich so einen Zucken unterm Auge. Das ist ganz ich warte nur drauf, was passiert. Das kann auch an den Räucherkerzlis liegen. Weihrichkarzle. Mein Gott. Naja, bevor wir zu meiner Frage kommen, die musst du dir bestimmt noch überlegen, habe ich auch noch Glückskekse besorgt, die sollten wir vielleicht noch öffnen. Glückskäse? Kekse. Da ist mir kurz der Sekt im Hals stecken geblieben. Was ist denn Glückskäse? Glückskäse? In Keksform. Man muss kurz beschreiben, für die, die es nicht sehen, es ist eine kleine viereckige Packung, da steht drauf viel Glück. Es ist grün, es ist... Und gibt's bei Woolworths. Wirklich? Für einen Euro. Oh, wo? Aber ich habe alle viel Glück aufgekauft. Bei Woolworths. Nee, wo im Laden? Ich liebe den Laden, ich kenne eigentlich alles davon. Wir treffen uns nämlich immer dort. In der Glückskeksabteilung. Auf drei Seiten sind Glückskekse abgebildet, damit man es auch aus jeder Richtung... Mögt ihr den Keks beim Glückskeks? Ja. Ich auch. Ja, aber nur eine Hälfte. Hä? Dann ist zu viel. Wegen Bikini-Figuren? Ja. Ist ja jetzt, man muss ja jetzt schon auf den Sommer zuarbeiten. Das ist ja wirklich schwierig. Oh, jetzt ist der direkt. Ich habe auch wirklich so einen richtigen Bummispruch. Ist schon gesprochen. Ein Bummispruch? Mhm. Was ist denn ein Bummispruch? Sie können durch Zähe und Ausdauern, also Zähe ist übrigens groß geschrieben, deswegen war ich kurz irritiert. Sie können durch Zähe und ausdauernde Arbeiten viele Steine aus dem Weg räumen. Das habe ich nicht verstanden, Dankeschön. Naja, aber ich meine, also, wenn man viel arbeitet, sind viele Steine weg. Ja, aber das probiere ich bei Stefan seit wie vielen Jahren jetzt? Naja, Physik hat halt ihre Grenzen. Könntest du mal aufhören, ins Mikrofon zu knuspern? Es gibt nichts Schlimmeres als essende Menschen im Podcast. Ja, ich habe noch eine Hälfte. Nimm gleich mal weg. Döl van het leven is om het leven en döl te krijgen. Du bist ein bisschen Krambambuli. Also richtig. Ich merke das schon, ein richtig gössiger Bambuli. Super. Ich habe irgendwas mit Sex, weil hier steht, wer nimmt, muss auch geben. Aha. Manche geben, manche nehmen. Das ist ein Sexkeks, würde ich sagen. Was ist dieses Sex? Ein Glückszeks. Keine Ahnung, nie gemacht. Meins heißt übersetzt übrigens, der Sinn des Lebens besteht darin, dem Leben einen Sinn zu geben. Mhm. Das ist wie der Sinn im Essen besteht darin zu essen. Dem Essen einen Sinn zu geben. Ja, na schön. Also an die Kollegen von Woolworths, da ist noch ein bisschen Nachholbedarf. Ja. Ähnlich wie Weco. Jetzt kommt man auf den Weco-Stapel. Wir würden in die Shownotes einfach mal alle Kontakte hinzufügen, dass sie gerne E-Mails an die Besprechenden. Hattet ihr in so einem Glückskeks schon jemals einen Satz, wo ihr gedacht habt, jawohl, ich hatte einmal gar nichts drin. Was? Da dachte ich mir so, dann läuft's. Wenn es keine Weisheiten gibt, dann läuft's. Da würde ich mir Gedanken machen, glaube ich. Wenn ich nichts drin hätte, ich Angst. Ja, naja. So das ganze Jahr. Wie die Seele weg. So, um diesen furchtbaren Fragebogen endlich fertig zu kriegen, hast du denn auch noch eine Frage an mich? Also ich muss dazu sagen, Andy und ich kennen uns ein bisschen länger als Stefan und Martin. Aber auch eine Woche länger. Ich habe erst gesagt, zwei Sachen sind an diesem Sekt in Tasse schlecht. Dass keine Kohlensäure drin ist und dass man viel zu viel trinkt, weil es einfach unverhältnismäßig viel ist. Okay, naja gut. Nee, aber es geht einfach besser rein in den Mund. Das erklärt so die ein oder anderen Hänger heute bei mir. Ich hätte noch ein bisschen Sekt übrig, was Andy nämlich... Ich hatte übrigens noch einen Präsekt. Tasse-Sekt. Ich habe noch einen Präsekt gehabt, der ist das Problem. Mhm. Du, wenn wir hier rausgehen, gibt's Crumbambuli. Und ich, da gibt's ein Crumbambuli, aber auf jeden Fall will ich sagen, kannst du ja nicht wissen. So, deine Frage an Martin interessiert mich sehr. Ah ja, kann ich mal so einen Knopf drücken? Das ist deine Frage an Martin? Sehr gut, ja. Die ist unglaublich gut. Wie gesagt, gut. Ich habe mich gar nicht vorbereitet für hier, deshalb mache ich das ganz spontan. Drück bitte den jetzt, auf was, dem... Was soll ich jetzt drücken? Drück nicht die, ansonsten kannst du alles drücken. Also, die auf dem Rack nicht sehen, Martin hat hier so ein Klopfgerät. Was soll ich jetzt drücken? Hab ich aufgepasst. Entschuldigung. Na, nur nicht den. Ansonsten kannst du alles drücken. Den nicht? Ja. Warum? Er wird den drücken. Natürlich wird er den drücken. Was steht denn überhaupt drauf? Ich hab's gar nicht gelesen. Nein, egal. Wieso spielst du das nicht die ganze Zeit an? Das ist ja... Nach dem 10. Mal fällt es dann auf, dass es nicht echt ist. Aber es ist super, hallo. Das ist unser Studiopublikum. Das war... Da habe ich eine lustige Geschichte mit solchen Tasten. Hier sowas. Ich habe mal in Wien aufgelegt und da war Conchita Groß als... Okay. Uiuiui. Also ich mach los. Conchita Groß. Da war Conchita Wurst als Gast bei der Veranstaltung. Und irgendwann stand sie dann im DJ-Pult und wir hatten sehr viel Spaß und einen schönen Abend. Mhm. Und diese Controller, die du auch benutzt oder nicht mehr benutzt, aber die es halt gibt, die haben immer so Effekt... Tasten, ja. Also ähnlich wie hier, da kann man dann so drücken und dann passiert irgendwas. Sampler, und da hatte ich dann so, ist schon Sampler. Zu lange her bei mir. Sampler. Und da, das ist ein Templer. Sampler. Sampler. Weil das diese kleinen Aussteller. Er hat ein S-Problem. Deswegen auch Sex. Sampler. Sampler. Auf jeden Fall hatte ich da viele lustige Sachen drauf und sie hat es dann irgendwann gesehen, dass ich darauf drücke und dann irgendwas passiert. Und sie stand dann gefühlt eine halbe Stunde neben mir und hat, während die Musik lief, die ganze Zeit irgendwelche so und so und solche Effekte. Hoffen wir, dass nur das war. Ja, also sie hatte sehr viel Spaß, die Gäste. Conchita, wenn du das hörst, schreib uns doch gerne mal, warum du das gemacht hast. War super. Vielen Dank. Sie wird sich wahrscheinlich nicht dran erinnern. Aber Jurassic Parker war an dem Abend auch dabei. Vielleicht erinnerst du dich ja doch, ich war der gut aussehende Typ, der daneben stand.
Können wir sie in der nächsten Folge dann mal fragen, weil Jurassic Parker ist, vielleicht dürfen wir es jetzt schon ankündigen. Der Raum ist nicht so hoch. Ja, aber vielleicht. Vielleicht machen wir jetzt ein bisschen Druck auf mich. Aber ist ja nicht schlimm, dann ist ihr Kopf einfach oben im Restaurant drin. Jurassic Parker übrigens Ostdeutschlands erfolgreichste Drag Queen. Und Hermes Versand-Ikone. Auch in Westdeutschland. Aber also ja, gab mal so ein, naja. Egal. Wir kennen uns gut. Gibt's auch eine Geschichte mit Jurassic. Aber das dazu später mehr, wenn sie da ist. Apropos, da gibt's auch noch was. Als nächstes steht auf dem Fragebogen was ganz Ulkiges. Und ich hoffe, du hast dein Handy dabei, denn ja. Als nächstes steht da deine letzte WhatsApp, also die letzte WhatsApp, die du bekommen hast. Und die musst du ungefiltert vorlesen. Also vielleicht solltest du das vorlesen, Stefan, weil man hat ja schon Möglichkeiten, das auch zu verändern. Ja. Naja, nicht. Muss das ich auch sagen, von wem das ist? Nicht tun. Ja, mit Nummer. Also erst Name. Gar kein Problem. Name, also, Vorname und dann die Nummer. Holt alle mal einen Stift und Zell raus, jetzt geht's los. Nee, also es reicht ja, wenn du beschreibst, wer es ist. Es ist von Jessica. Jessica, wenn du es jetzt hier hörst, schalt einfach ab. Ganz schnell. Nein, es ist von Jessica, ist meine Mitwohnerin in Berlin. Die hat mir geschrieben. Dein Bart raschelt am Mikrofon. Ich dachte, wir machen noch ein bisschen ASMR hier, ne? Ja. Nee, das haben wir schon hinter uns. War nicht so erfolgreich? Ja, das war sehr erfolgreich. Oha. Wir haben sogar noch was ausgelobt. Haben wir das eigentlich schon mal? Also eine halbe Stunde ASMR für eine freundliche Gewinnerin. Haben wir das mit rasiert? Das war bezahlt. Wir wollten es hinterher noch als Service anbieten. Als Service anbieten. Ich wollte persönlich vorbeikommen. Und dann den Rasierschaum und die Alufolie mitbringen. Das war interessant. Ja. Nun gut. Ja. Nun gut, also jetzt beschreibt. Stell dir mal vor, jahrelang nichts gehört und dann frage ich ihn, ob er mit zur Hochzeit kommt. Und er sagt auch noch ja. 4 Lach-Emojikons. So schräge angeschrägt. Es geht um ihren Ex-Freund. Nee. Wir wollen, denn das ist eigentlich, müssen wir es genauso stehen lassen, ohne den Hintergrund zu erfragen. Genau, jetzt kann also sich jeder ein Bild malen. So, bitteschön. Liebe Grüße an Jessica, jetzt kannst du wieder einschalten. Jessica oder Jessica? Jessica. Aha. Also sie hieß Jessica. Oder wie ich sage, Sweet Harley. Also Harley. Sweet Harley. Das kann man auch. Oh, Sweet Harley. Na schön. Oh. Nach so viel Gelaber. Das ist immer ein bisschen awesome. Würde ich jetzt mal ein Spiel überleiten. Oh ja! Die Überleitung des Monats geht an Martin Hanschek. Findest du, das ist, das, naja, okay. Dein Spiel besteht aus einem Klemmbrett. Ich brauchte nur Zeit, um die Klemmbretter zu holen. Pass auf, bevor du... Das ist übrigens mein Spitzname für Stefan. Klemmbretter zu holen? Oder Klemmbrett. Ich brauchte nur Zeit, um einen Klemmbretter zu holen. Sehr langer Spitzname. Kennst du das Spiel? Unsere Redaktion hat sich wochenlang vorbereitet. Wer so nämlich. Ja, auch. Carola. Kennst du Carola? Doch. Echt, woher? Wir kennen uns vielleicht noch ein bisschen besser. Ach Gott. Ja. Carola dazu, und dazu Fred später mehr. Zusammen. Dazu später mehr. Also, ihr fragt euch vielleicht, warum Klemmbretter? Ich habe einfach keinen Platz. Ach so. Deswegen. Ja, aber wir haben und damit es nicht so ganz dumm aussieht, habe ich 3 geholt. Was denn? Damit es ein bisschen einheitlich ist. Kennst du das allseits beliebte Spiel für die Feiertage, Name, Stadt, Land? Na nö. So, und sowas Ähnliches wollen wir auch spielen. Hintergrund ist, zu Weihnachten hat mein Sohn so einen vorgefertigten Blog bekommen, der hieß Name, Stadt, Tod. Klassisch. Dein Kind ist 6. 11. aber zu meiner Verteidigung, er ist hier und er ist sehr klein. Andy kann ja auch gerne noch eine... Also 6. Du hast sieht doch nicht aus wie 11. Ich habe nicht aufs Kind geachtet, der Hund hat gebrochen. Das tut mir leid. Er redet aber auch so schlecht für 11. Also bitte. Das Kind hat... Ich wollte sagen, das Kind hat 3 Minuten auf den Hund aufgepasst, da klopft das Kind an die Tür und dann ist der Hund bricht. Ja. Ja. Hätte er seinen Finger reingesteckt irgendwo, wo es nicht hingehört. Der Hund? Das macht man so mit 6. Der kam dann vorhin auch und hat gesagt, der Hund hat ein ganz seltsames Gesicht. Das ist sein Hintern. Da wird ihm aber das Leckerli nicht geschmeckt haben. Das liegt daran, dass wir ihm so 2 kleine Augen hinten draufgeklebt haben, genau. Dem Hund. Naja. Jedenfalls, dieses bekannte und beliebte Spiel Name statt Land haben wir mit 9 Kategorien versehen. Mhm. Und zwar lauten diese Kategorien, Martin, wie folgt? Wir machen das im Wechsel. Okay. Also im Uhrzeigersinn, also entgegen. Ja. Name aus den 80ern. Das heißt, wir suchen tatsächlich einen Namen von Menschen, die in den 80ern oder noch eher. Eher geboren sind. Ach, geboren. Ja, das heißt also die ganzen Justin. Also Timothy Jason wäre jetzt schlecht. So, die sind alle raus. Ja? Es darf aber auch nicht so ein antiker Name sein. Aber wir reden schon über Prominenten. Nein, ist völlig egal. Ach so, Hauptsache Name. Ein Vorname. Na gut. So, als nächstes haben wir, Andy, jetzt bist du dran.
Ein ungeliebtes Geschenk. Genau, ist völlig egal. Du kannst ja auch was ausdenken, was einfach nicht, was du mal bekommen hast. Mhm. Hoffentlich kommt er, dann hätte ich Röchli-Kerzli. Weihrich-Kerzli. Nein, dann habe ich bei W. Meine Güte, jetzt bei W auch noch was. Mal, wie undankbar. Ich habe mal kurz dann noch eine Frage. Wieso kommt man auf die Idee, sowas zu basteln? Eine Weihrich-Kerzli? Hör dir einfach die letzte Folge nochmal an. Alles klar. Es war sehr ausführlich erklärt. Eigentlich habe ich die gehört, aber bin ich voll eingeschlafen. Ja, wahrscheinlich. Geht dir das auch immer so? Ich bin letztens beim Autofahren fast verunglückt an der Stelle. Nun gut, Stefan, nächste Kategorie. Ausrede, nicht auf Arbeit zu kommen, da kannst du auch sehr kreativ werden. Da könnten wir ja Kevin noch live zuschalten. Der hat da ein ganzes Büchlein davon. Superkraft wäre auch eine Kategorie. Auch da darfst du dir was ausdenken. Mhm. Genauso wie bei? Rapper Names. Genau. Du darfst also wie du als Rapper gern heißen möchtest, wenn der spezielle Buchstabe kommt. Mhm. Oder wie ein Rapper heißen könnte. Ja, das ist völlig, völlig egal. Und dann haben wir als letztes noch einen Fetisch. Das muss jetzt nicht unbedingt ein sexueller sein. Und auch nichts Eigenes. Ja. Kann, muss aber nicht. Ja? Okay. Also ich würde vorschlagen, ich sag A und dann nichts mehr und der Andy sagt Stopp. Oha, was eine Verantwortung. Und dann schreiben wir los. Dann würden wir das ein bisschen mit Musik unterlegen. Dann sucht Kevin irgend so eine Dings. Die bummelt jetzt schon. Und wer zuerst fertig ist, sagt Stopp. Ich bin aber ein bisschen behindert, also beschränkt. Das stimmt. Eingeschränkt. Aber kennt ihr das, wenn man bei diesem Spiel irgendwie so einen Buchstaben wie Y hat, man ist einfach nur sauer? Das machen wir nicht. Ja, nee, dann Y nicht. Überspringen. Ich sag den Buchstaben, der mir am liebsten... Nee. Du hast schon tagelang überlegt. Schreib schon mal los. Ich würde schon mal... Fuck. Okay, nehmt ihr das bitte auch in die Hand, weil sonst ist es unfair. Das ist nämlich... Das erhöht das Schwierigkeit. Kann das nicht. Es ist... Was soll ich das? So, ist super. So. A. Stopp. Achso, ich muss ja... Nee, ich muss ja dann mitzählen. Aber jetzt noch nicht der Buchstabe. Also ich habe ja einfach aufgehört. Okay, also ich muss dann das Alphabet. Du musst im das Kopf korrekt, leise das Alphabet. Du kannst auch laut machen, ist kein Problem. Nee, Spaß. Achtung. A. Stopp. Die. Jetzt läuft Musik. Damit das für euch alles ein bisschen... Zick. Aus. Aus. So. Also Superkraft muss ich... Die Superkraft wird gestrichen. Einen Strich machen. Ja, so. Ja, ich bin da. So, Name aus den 80ern oder eher? Dieter. Dieter habe ich auch. Oh. David. Da kriegt jetzt der Martin also, ihr beide bekommt 5, ich bekomme 10. Richtig. Ja. Schreiben wir uns so hin. Ungeliebtes Geschenk, Dildo. Dreckige Pizza. Hä? Das ist wirklich unbeliebt. Oder das will man wirklich. Wer will denn eine dreckige Pizza geschenkt bekommen? Keine Sau. Wenn ich das bekommen würde, dann würde ich auch sagen. Ich möchte gerne noch den Grund wissen, warum die Pizza dreckig ist. Na, kann doch passieren. Stell dir vor, du bestellst eine Pizza bei einem Lieferanten. Um die zu verschenken. Der fährt wegen Schnee super schnell, fällt dann um, dann geht der Karton auf, die Pizza fällt raus. Er muss sie aber trotzdem... In den dreckigen Transportwagen. Genau, und er muss sie aber trotzdem liefern, weil er wird ja bezahlt. Und dann hast du zu Hause eine dreckige Pizza. Oh, ich hasse es, wenn mir kriegst das passiert. Aber, und jetzt müssen wir den Bogen schließen, kriegst du aber geschenkt. Weil ja die dreckig weil ist sehr und dreckig trotzdem ist. Ja ein ungeliebtes Hat noch jemand Geschenk. Dildo? Dankeschön. Nein, ich habe Dürrobstbereiter. Bitte was? Ein Dürrobstbereiter. Alles klar. Wer von euch hätte gerne einen Dürrobstbereiter? Ja, ich gern. Nein, das ist nämlich ungeliebt. Das ist vor allen Dingen sehr teuer. So, Ausrede, nicht auf Arbeit zu kommen, Durchfall. Dachstuhlbrand. Druff. Naja, man merkt, dass Andy aus Berlin kommt. Aber ich wollte gerade... Also, auf Ott, oder? Achso, da habe ich ja bei Dildo 10, ja? Bei Durchfall auch. Hey, stopp. Wieso ist ein Dildo Ausrede für eine nicht zur Arbeit zu gehen? Nein, das war das unbeliebte Geschenk. Aber das verstehe ich auch nicht, warum das ein unbeliebtes Geschenk ist. Es gibt ja schon auch welche, die wollen das... Das ist ein sehr, sehr beliebtes Geschenk. Ja. Es war jetzt aus meiner Perspektive. Ich will jetzt euch da nicht vorführen. Superkraft, Daumen drücken. Ich kann super Daumen drücken? Ja. Bis okay, Dinge verschwinden. Ich habe da nichts. Ich habe nur ein D stehen. Ich habe leider auch nichts. Das D. Dann habe ich 20, nicht? Ja. Ah. Nee, ja, 20. Ja. Rappername, wo wir schon explizit sind, Dr. Dick. Weil der so dick ist. Ja, ja, also für kräftige Menschen. Ja. Der Rapper. Entschuldigung, ich habe so leicht asthmatisches. Ich habe D-Breaker. Ist das ist ja lustig. Ja, ich hab DJ, Fischi. Da steht Rapper-Name und nicht DJ-Name. Hä? Das sind Nullpunkte. Nee, stopp. Das ist disqualifiziert. Was? Da brauchst du mich gar nicht so Hilfesuchen angucken. DJ als Vorsilbe ist offensichtlich nichts für Rapper. Ja, also das kannst du durchstreichen. Naja. D-Breaker hingegen, Mega-Name. So, ich hab 10. Du hast erstmal einen Fetisch zu versetzen. Dirty Talk. Dackelmaske. Ich habe Fetisch, muss ich dazu sagen, anders interpretiert in der Form eines Fetisches in der Farbe dunkelbraun. Dein Fetisch ist also dunkelbraun. Gut.
Korrekt. Machst du einfach einen Strich an der Macht Stelle. Macht raus, was ihr wollt aus diesem Dunkelbraun. Ich will 10 Punkte. Dankeschön. Bitte gerne. So, also. Das war eine richtig schlechte Runde für mich. Voll scheiße. Du darfst den nächsten Buchstaben. 65 habe ich. 45 habe ich bloß. Für alle, die zuhören, ich hoffe, ihr habt noch ein paar Stunden Zeit dabei, weil wir spielen das hier zum Ende. Bis die 8 Zellen voll sind. Na, ich glaube, Kevin hat noch ein paar Kopien. Wir spielen dann weiter einfach. Ist kein Problem. Also, nochmal kurz. Ich habe die Runde gewonnen. So, jetzt können wir natürlich, jetzt haben wir folgende Live-Idee. Es wird noch geklatscht, Stefan. Vielen Dank, danke, vielen Dank, dankeschön. Folgende Idee, wir skippen jetzt einfach den nun folgenden Part und hängen den als Bonusmaterial nur online dran. Also wir spielen noch ein bisschen und hängen aber diesen Teil für die Zuhörer nicht hörbar nur online dran. Und skippen jetzt in den Teil nach dem Spiel. Was ist denn online? Dafür habe ich jetzt nicht alles verstanden. Online? Video oder was? Keine Ahnung. Irgendwie also, so. Okay, nur bei YouTube. Genau. Diesen Teil gibt es jetzt nur bei YouTube. YouTube und für alle anderen gibt es jetzt einen Schnitt und es geht weiter mit der nächsten Kategorie. Aber wir spielen hier noch ein bisschen. So. Weswegen ich anrufe? Ich hätte da noch 3 Fragen. 3 gleich. Bei mir sind es noch ein bisschen. War das Lena? Das war Lena. Süß. Ja, also 3 Fragen heißt heute, jeder hat eine Frage, die er mal so in den Raum werfen kann. Und Stefan hat keine. Aber du hast noch ein bisschen Zeit, dir was zu überlegen. Denn wir beschäftigen uns jetzt mit Fragen, die uns so umtreiben. Und da wollte ich mal von euch wissen, weil ich hatte letztens so eine Situation, da habe ich mich danach ein bisschen schlecht gefühlt. Weil, ich weiß nicht, ob euch das schon mal so ging, man ist so bei irgendwelchen Portalen mit ehemaligen Schülerkollegen, wie nennt man das? StudiVZ. Mit Schülern befreundet, bei StudiVZ zum Beispiel. Du bist dann bei StudiVZ? Mhm. Süß. Du bist Ich bin der. Mit Schülern aus meiner Schulzeit. Ach so. Also Schulkollegen, Mitschüler. Was wollt ihr? Was willst du? Klassenkameraden. So. Ist es euch schon mal so gegangen, dass ihr auf irgendeinem der Portale oder auch sonst wo Klassenkameraden gesehen habt und die ein verrückt krasses Leben führen und ihr so ein bisschen neidisch seid? Nö. Nein. Ich glaube, ich fühle das krasseste Leben. Echt? Ja, habe ich so. Ja, geht mir. Na, das dachte ich auch so. Und dann kam mein guter Freund Tim Hoffmann. Liebe Grüße. Was macht Tim? Tim ist internationales Supermodel. Vielleicht nicht super, aber ist auf jeden Fall internationales Model. Also für Tränke Hoffmann hat es gereicht. Fliegt tatsächlich ständig um die Welt. L.A., New York. Mhm. Macht überall Fotos und, also ich hoffe nur Fotos. Und es gibt eine witzige Geschichte zu Tim. Also er wird diesen Podcast nicht hören, hoffe ich. Ich habe ja mal Gitarre angefangen zu lernen, relativ erfolglos. Du? Habe nie geübt und war auch immer der Schlechtere, aber wir hatten Doppelunterricht, immer zusammen. Mhm. Und Tim war damals schon ein Supermodel. Und das war der Grund, warum ich dann immer zu dieser Unterrichtsstunde gegangen bin, auch wenn ich nie was konnte, aber er saß mir immer gegenüber. Und du hast einfach nur immer das hohe D gespielt? Genau, das hohe wink, T. Wink, wink. Ich meine schon D. Ja, und dann denkt man sich so, na gut, der ist jetzt hier so immer in der Welt unterwegs und wir sitzen halt so in Senftenberg. Naja, aber die Frage ist, ob das also so... Also momentan stehe ich, aber lieb, dass du das ansprichst, ja. Ob das so erstrebenswert ist, dieses immer in der Welt unterwegs sein. Das ist meine Frage gewesen, ja. Natürlich klingt es erstmal immer ganz, ganz reizend oder so, aber wenn du immer so unstet bist und eigentlich nur aus dem Koffer lebst, klar sieht das immer alles auf Instagram und so total cool aus, aber ich glaube, das ist gar nicht so mega geil, wie man es nach außen hinstellt. Na gut, lieber Tim, wir können gerne mal tauschen für eine Woche. Ich würde das mal übernehmen. Na gut, und er ist auch herzlich eingeladen, hier als Gast in den Podcast zu kommen. Lad ihn nochmal ein und frag doch einfach mal, wie er das sein Leben beschreibt. Ja. Ja, das würden wir jetzt probieren. Weil ich glaube nämlich auch eher, dass es nicht so unbedingt so richtig, also ach, kann geil sein, komm. Aber stopp. Ja, oh, sorry, mal. Ich war gerade wieder in Mailand und musste Champagner trinken und Fotos machen, weil ich so unglaublich schön bin. So, was für ein schlimmes jetzt, Leben. Aber stopp. Also, was hast du davon, wenn du ganz unterwegs bist? Du siehst zwar gut aus, aber du bist die ganze Zeit allein oder mit irgendeinem dusseligen Manager unterwegs. Er ist auch noch unheimlich das nett. Ich weiß es nicht. Er ist unheimlich nett und kann mittelprächtig Gitarre spielen. Also ich wäre nicht so der Fan, wenn ich nie zu Hause bin, finde ich jetzt nicht so geil. Wahrscheinlich hast du auch ein total stressiges Leben, weil du halt immer nur sagen musst, okay, jetzt mache ich ein paar schöne Bilder, dann muss ich total entspannt aussehen. Darum geht's doch gar nicht hin. Ich wollte wissen, ob ihr schon mal neidisch wart auf einen Mitschüler. Ja, nein. Haben wir gesagt, nein. Nein. Gut. Und wir sind auch nicht neidisch auf Tim, aber wir hätten ihn sehr gern mal als Gast, um herauszufinden, ob wir neidisch sein sollen. Da kann ich nicht. Da bin ich bestimmt rot. Weil es hier sehr warm ist. Das kann ich verstehen. So. Aber also ist doch gar nicht so. Seine Eltern wohnen, glaube ich, sogar noch hier. Also das ist verrückt. Vielleicht gucken die uns ja. Dann, weil ich habe Tim schon geschrieben bei Instagram und er hatte noch keine Zeit zu antworten. Soll ich,
Und dann habe ich ihm nochmal geschrieben und eine Sprachnachricht geschickt und diese zwei Bilder. Und, ey, und falls du die M noch nicht abgehört hast, dann liest vielleicht mal die E-Mail. Also die E-Mail, in der ich dich gefragt habe, ob du die SMS schon gelesen hast, wegen des Anrufes, den du nicht angenommen hast. Und die unbekannte Nummer, mach dir keine Sorgen, war auch Mann. Das war nur ich. Und Kevin zwischendurch, weil ich ab und zu auch mal was machen muss. Probier es weiter, Kevin. Ich werde in der Zwischenzeit arbeiten. Das war meine Frage. Stefan, hast du denn eine Frage? Ich habe ehrlich gesagt 4 Fragen und noch drei Kategorien, die du übersprungen hast. Aber ich würde jetzt mal so ein bisschen, Martin, Andy, an euch beide. Habt ihr euch schon mal geprügelt? Ich wurde mal verprügelt. Okay. Tatsächlich nicht so oft in meinem Leben. Also ich hab mal so ein bisschen gerangelt und so ein bisschen gerauft. Aber tatsächlich wurde ich mal sinnlos und ohne Vorwarnung, während ich mit meiner Freundin sie nach Hause gebracht habe und es war Winter, wir waren spazieren und also sind zu ihr nach Hause gelaufen, also laufen, spazieren nennt man das, glaube ich, oder einfach gehen, kam uns jemand entgegen, aber das Problem ist, der Schlag war tatsächlich relativ hart, also mir fehlen so 10 Sekunden vorher und dann so 3 Minuten nachher. Also es kam einfach irgendjemand? Es kam einer und plötzlich 3 Minuten später stand ich wieder. Oh. Ja. Also, sie war auch sehr hübsch, vielleicht war das Problem, weil ich war es definitiv nicht zu der Zeit. Und hast du irgendwie rausgefunden, irgendwann mal, wer das war? Nee, wir sind einfach weitergegangen und haben, glaube ich, gar nicht drüber geredet. Eine Frage. Also, rückblickend betrachtet war das alles sehr merkwürdig. Hypothetisch. Kann es sein, dass sie das war? Das weiß ich nicht. Also, es könnte... Es wäre ja auch im Bereich des Möglichen. Liebe... Einfach raus damit. Antje. Du, ich glaube, ich... Anke. Liebe Freundin mit A. An ihrer Stelle hätte ich vielleicht auch zugeschlagen. Vielleicht meldest du dich nochmal, um das aufzuklären. Da können wir uns auch nochmal über Tim Hoffmann unterhalten. Er war nämlich einen Jahrgang über uns. Okay. Ah. Ich hole mir noch einen Sekt. Ja, du kannst auch meinen trinken. Also ich hab noch fast alles. Wir brauchen übrigens mal kurz. Der Notfall, Kevin. Kevin? Wir brauchen ein Tuch und ein Sekt für Andy. Enge. Aber viel dringender brauchen wir das Tuch. Dankeschön. Wirklich? Ja, es ist halt. Ja, weil Sektentasten nämlich schäumt. Ich sage, es ist einfach wirklich gottlos. Es muss halt ganz schnell. Wenn du vorsichtig sein willst. Aber man kann immer noch wunderbar reinblasen. Speck jetzt Andy gut. Das höre ich öfter. Andy, hast du dich vielleicht schon mal geprügelt? Kevin hat nämlich immer während Martin hier den Tisch abwischt. Zewa-Rolle bei der Hand der Regie. Nee, ich habe mich nie geprügelt. Ich wurde mal verprügelt. Okay. Das ist im Prinzip dasselbe wie bei mir. Das ist dasselbe, ja. Wintertag. Es war wirklich ein Wintertag. Bei mir war es auch Winter. Moment, dir kam jemand entgegen mit einer Jungfrau. Wir kamen 4 Menschen entgegen in Berlin-Kreuzberg und ich glaube, die mochten mich. Da geht man ja auch nicht hin. Nee, da geht man wirklich nicht hin, das war ein großer Fehler. Aber ich habe da gewohnt zu der Zeit, das war ein bisschen dumm. Ja, man geht auch nicht nach Senftenberg und lässt sich verprügeln, das ist genauso dumm. Nee, man lässt sich generell sowieso nicht verprügeln. Wurdest du verprügelt? Ja, ich habe einmal ein paar auf die Mappe bekommen. Und zwar von wem? War ich mal bei der Tanzschule mit einer sehr guten Freundin damals. Und die hatte einen Freund. Mäßig erfolgreich. Ah, du hast getanzt, da? Ich hab getanzt, also Standardtänze hier, die Klassiker. Ich hatte jetzt so Funke-Mariechen im Kopf. Nee. Da gab es die Kostüme nicht in seiner Größe. Richtig, die waren alle zu groß. Die ist ja immer noch nass. So, jedenfalls mochte der Freund meiner Tanzpartnerin das nicht so, dass ich mit ihr getanzt habe. Und dann erwartete er mich unten am Ausgang der Tanzschule mit einem anderen. Doch, wirklich, das hat er gemacht, Und dann hat er unten gewartet mit einem ungefähr 2 Köpfe kleineren Typen. Und den habe ich noch nie gesehen. Der hat sich direkt noch Verstärkung geholt. Der hat sich Verstärkung geholt, obwohl er selber war irgendwie einen Kopf größer als ich. Aber der hat sich eindeutig 300 Kilo Typen geholt. Und der stellte sich vor mich hin und sagte, was habe ich gehört, du erzählst Scheiße über mich. Hä? Und ich kannte den nicht. Hätte er einfach die Wahrheit gesagt, du fährst meiner Freundin unter die... Nee, das war der Freund, der Freundin. Ach so, der hat den angestiftet. Die Verstärkung kam. So, der hat die Verstärkung angestiftet. Genau. Was habe ich gehört? Du erzählst Scheiße über mich. Habe ich gesagt, du, ich kenne dich nicht, und hat er mir ins Gesicht geschlagen. Ach schön. Dann habe ich gesagt, du musst mich wahrscheinlich verwechseln. Aua. Du musst mich wahrscheinlich verwechseln. Und dann hat er so was Klaus Kinski-mäßiges gesagt wie, pass bloß auf, du. Und dann ist er gegangen. Du Hund. Pass mal auf, du. Pass auf, dass ich nochmal deine Schnauze haue, du. Was hast du gemacht? Hast du reagiert darauf? Ich habe ihn mit Blicken gestraft. Missachtung gestraft, genau. Und wegrennen weinend. Genau. Um vorzutäuschen, dass es dich getroffen hat, nämlich. Ich bin nicht weinend weggerannt. Aber Monate später komme ich aus dem Urlaub und halte mit meiner Schwester und ihrem Freund bei McDonald's an.
gehe rein, weil ich unglaublichen Harndrang verspürte und sehe im Gastraum von McDonald's diesen Verstärkungstypen sitzen. Wie er mich sieht, aufsteht und mir hinterherkommt. Ich dachte, oh, jetzt gibt's den zweiten Schlag in die Fresse. Stereo. So. Und dann komme ich aus dem Herren-WC zurück und er sagte, ey du, der Piep, der hat mir damals Scheiß erzählt, es tut mir total leid. Also es war eigentlich Quatsch. Es tut mir leid mit deinem Gesicht das jetzt. Das war echt Quatsch, dass ich dich geschlagen habe. Und die Spätfolgen auch im Gesicht. Und da habe ich leicht zitternd gesagt, okay, ich gehe jetzt. Also er hat sich bei McDonald's vor der Herrentoilette bei dir entschuldigt. Ja, aber auch tatsächlich nur verbal. Da toll. Kommen wir wieder zu unserem Spiel von vorhin. So, Andy, hast du noch eine witzige Frage? Nee, mein Leben ist so super, ich habe keine Fragen mehr. Dann habe ich eine für dich, die du an uns stellen kannst. Ich dachte, wir können nicht weiter. Wenn du die zweite von unten nehmen würdest. Die zweite? Warum? Was? Mit dem würdest. Ja, meine Brille nicht auf. Würdest du lieber einen Menschen oder 10.000 Kakerlaken auf deinem Dachboden finden? In welchem Zustand sind denn diese Gegenstände? So, das kannst du dir, also das, die Kakerlaken leben, der Mensch nicht. Also, oha! Also der Mensch ist tot. Genau, also du kommst auf deinen Dachboden und findest da einen toten Menschen. Oh Gott, ja. Sind wir jetzt bei Mordlust. Oder möchtest du lieber auf deinen Dachboden kommen und findest da 10.000 lebendige Kakerlaken? Nee. Ich war mal im Urlaub in Gran Canaria. Die haben übrigens Kakerlakenprobleme. Ist das so? Die ganze Insel. Das ist total krass. Denn die kommen aus, was ist rechts daneben? Afrika? durch den Wind wurden die dahin getragen. Die fliegen auf oder den Teppich, so ähnlich. Oder? Es kann auch sein, dass der Sand der Wüste da unten. Na gut, auf jeden Fall also sind relativ. Moment, durch? Stopp. Genau, mit dem Sand fliegen die nämlich die nach Gran Canaria. Ach so. Also die Kakerlaken sitzen auf den Sandkörnern? Ja. Und fliegen ganz geschmeidig rüber nach Gran Canaria. So ähnlich war das. Es sind ja wahrscheinlich mehrere Meter. Kevin kann das ja mal recherchieren, wie das mit den Kakerlaken und Gran Canaria und dem Sand ist. Aber glaubst du nicht, dass 10.000 Kakerlaken sich eher eine kleine Airline mieten? Weil es sind ja sehr viele. Das könnte sein. Aber die sind nicht so zahlungsfähig. Also du warst auf Gran Canaria? Und da gab es viele Kakerlaken. Und das ist tatsächlich relativ eklig. Vor allen Dingen, wenn die sich dann nachts so tummeln und sammeln und dann so auf Gullideckeln so zu Tausenden sich häufen. Das ist sehr unappetitlich. Also da bin ich gespannt. Ich war da ja auch über Silvester und bin sehr gespannt, ob ich das auch gesehen habe. Aber da reden wir später drüber. Richtig, da habe ich auch eine Geschichte dazu. Du. Also das war auch ein Silvester. Meine Güte. Naja, dazu in der nächsten Ausgabe mehr. Ja, besser. Also ich wäre dann tatsächlich... Also ich muss sagen, ich glaube, ich würde mich für den toten Menschen entscheiden, weil der kann mir nichts tun. Dann rufe ich halt einfach irgendwen an, dass der abgeholt werden soll. Und Kakerlaken sind halt sehr viele und sehr eklig. Okay, das halten wir also so fest. Der Andi möchte also einen man Toten muss sagen, auf seinem Dachboden. Ich glaube halt, wenn die, also es ist echt zumindest schwierig, weil wenn die Person schon verwest und stinkt, dann ist auch das schwierig. Aber ich glaube, ich würde trotzdem den Menschen nehmen. Ja. Aber vielleicht. Ich glaube, das wäre so dieser Schockmoment. Du gehst hoch, siehst es und gehst sofort wieder weg, ja, weil dir sofort klar ist, was los ist. Menschen auch gar nicht. Genau. Sein, ja. Und die Kakerlaken, die sind ja da und die müssen ja dann auch, also da, ja gut, da kann ein Kammerjäger kommen, aber ich glaube, das kommt auf den Verwesungszustand an, ob du sofort weißt, was los ist. Es gibt nichts Schlimmeres als Wasserleiche. Nee. Hat mir neulich ein Feuerwehrmann erzählt. Was hat denn für eine Puppe? Ach nee, das ist ja die Oma, hör mal. Oma, Hilde, apropos sag Weihnachten. Mal. Und ich habe mich gewundert, warum es dieses Jahr so schlechtes Essen gibt zu Weihnachten. Darüber macht man keine Witze. Über schlechtes Essen zu Weihnachten? Ja. Oh, Entschuldigung. Okay, das tut uns leid, das ist so ein Trigger-Moment. Das sind wirklich dumme Fragen, weil man kann nur verlieren. Nee, das geht um gar nicht ums Verlieren. Kann ich was gewinnen? Nee, du kannst nur verlieren. Den Glückskeks, den hattest du ja schon. Den hatte ich schon, ja. Es gibt aber Fragen, die werden relativ einfach beantwortet. Und zwar kann man sich da einfach entscheiden zwischen Hey oder Nee. Das war jetzt aber nicht die Lena. Das war Kevins Imitation von Lena. Oh, hast du gut gemacht, Kevin. Ist eingenickt. Oder holt im Norma frische Küchenrolle, weil es hier gerade einen kleinen Zwischenfall gab. Für alle, die zwischendurch eingenickt sind. So, schnelle Fragen, schnelle Antworten. Hey steht so viel wie ja und nee für eventuell nein. Finde ich gut, finde ich nicht gut. Ja. Und wir hauen jetzt Dinger raus und dann wird das relativ schwach kommentiert und eigentlich nur so hey oder nee. Ich würde mal anfangen mit Feuerwerk und Böllern an Silvester. Nee. Nee. Finde ich erstens kacke, weil es sauteuer ist. Und nur so einen kurzen Spaß bringt. Ich meine, es gibt so Batterien, die machen wenigstens eine Viertelstunde Alarm. Das finde ich dann schon wieder okay. Aber Alarm. Und Tiere. Also jeder, der eine Katze oder einen Hund zu Hause hat oder irgendwie nur ich welche. War immer totaler Feuerwerk-Fan, bis ich dann ein Tier hatte. Jetzt noch mehr. Und jetzt muss ich es immer hier drüben in der Regie einsperren, weil das ist der einzige schalldichte Raum, den ich kenne. Und kann dann in der Zeit Silvester feiern, ohne dass sich der Hund... pausenlos einscheißt, oder? Das ist doch tatsächlich... Naja, das ist wirklich ein Thema. Also das hat man so nicht auf dem Schirm. Ich habe das immer gemocht, aber es lag auch daran, dass ich immer an Silvester halt
Auflegen war, DJ und so. Mhm. Und das halt nie machen konnte. Und wenn man dann mal frei hatte, hat man das umso mehr genossen. Hm. Aber ja. Ich habe auch schon diverse Unfälle gesehen dabei und habe mir auch eigentlich jedes Jahr die Hände verbrannt. Ja, immer so. Aber es so ist immer schön. Ja, sehr froh, dass die Hände verbrannt waren, nicht ab. Ja. So, jetzt kommen wir zu der Frage, was da bei dir passiert ist, Andy. Andy. Wo? Was? Wo? Was ist, warum nur drei, so, nee, warum drei Daumen und nur zwei Zeigefinger? Ich mag es einfach, ich mache noch nie Feuerwerk so richtig, guck's mir gerne an. Ja. Muss aber auch nicht so lange gehen. Ich mag's, ich finde es einfach völlig dumm, sowas anzuschauen. Es geht ja nicht um das große Feuerwerk, was man so ja, erlebt, selbst, sondern selbst selber so, machen. Selbst so Wunderkerzen, ich weiß aber nicht, warum man das tut. Ich finde diesen Vorgang völlig stummsinnig, ehrlich gesagt. Okay. Also mir bringt das wirklich. Ich mag es ja, wenn es Puff macht und dabei so ein bisschen glitzert. So, also wie gesagt, ich guck's mir gerne an, ich muss es aber nicht selber machen, weil das gibt mir gar nichts. Kein Gefühl der Glückseligkeit, muss ich sagen. Mein Hey oder Nee ist Eiskonfekt. Kennt ihr dieses in Alufolie zackig eingeschlagene schokoladenähnliche Zeug, was ist das kalt? Man hat manchmal das Gefühl, Stefan kommt aus einer anderen Zeit. Nur aus, ja, aus einer anderen Dekade. Was ist denn Eiskonfekt? Aber das ist schon das aus dem Kühlschrank, ne? Ich glaube, also nicht das aus dem Tiefkühler. Nicht nee, wirklich Eis, sondern ja, es ist so eine Art, ich glaube, Palmfett oder sowas. Mhm. So, genau. Pur. So ein bisschen wie ein Dominostein sieht das aus. Ja, so. Ich glaube, aber so in Alufolie. Das ist dann so bunten Farben. Genau. Und das ist ja, pur. Ja, genau. Richtig abartig. Richtig. Ja. Das ist pures Palmfett ja, oder was? Ja, also ungefähr. Mit braun. Na, wenn du da drei isst, dann kotzt du aber wirklich in die Erde. Ja. Können wir für die nächste Ausgabe bitte mal Eiskonfekt besorgen? Kriege ich irgendwie hin. Aber es ist ganz aus Lampugistan. Es ist ganz. Also, ich habe das ja noch nie gehört. Ich kenne dieses Konfekt von Schöller. Was es im Tiefkühlfach gibt. Ja, das ist ja lecker, was einfach so ja, Eis in klein ist. Genau. Von aber Schöller? Schöller. Nee. Läuft übrigens an Silvester an der neuen Bühne Senftenberg. Herr Schöller? Pension Schöller. Ach so. Ja, gut. Ah, schön. Habe ich gesehen, war super, glaube ich. Mit Party danach. Ja, ist ja mit ausverkauft. Mit der Schöller Party. Bar ausverkauft. Hast du noch ein Hey oder Nee? Ja, habe ich. Ein Hund im Büro. Hey. Hey! Hey, ja, war ich früher der größte Gegner und dann hatte ich selber einen Hund. Also für die Mitarbeiter ist es immer noch ein No-Go, aber die dürfen sich auch meinen Hund kümmern. Der fällt doch gar nicht auf. Ja. Aber es ist krass, wie man sich auch so sofort ändert. Also ich war immer, dachte immer so, ein Hund im Büro? Hallo? Ein Hund im Büro? Hallo? Im Büro? Ich glaube, mein Hamster pupt. Na, bei deinem Hund weiß man ja auch nicht, ob man den streicheln oder Kammerjäger rufen soll. Na, oder ein Tierarzt wegen Brechdurchfall. Ja, das kann auch sein. Aber ich finde, ein Hund im Büro ist super, ist ein absoluter Mehrwert. Ja, irgendwas tut er hier auch mit den Menschen so, wenn er da ist. Beißt. Es gibt auch Mitarbeiter, die es natürlich nicht mögen, das merkt man schon. Ja. Indem sie immer so, ja, sag's, so tretend vor dem Hund stehen, aber immer Gott sei Dank daneben treten. Kannst du es uns sagen und wir piepen es raus? Ja, ja. Wer ist das? Das ist der, über den wir nicht sprechen dürfen. Was macht der hier? Die. Der. Person. So. Ah. Hast du noch was? Ich habe noch was und zwar, den eigenen Kindern, kleinen Kindern, Nachrichten bei Facebook schreiben. Also ich will. Wer schreibt denn noch Nachrichten bei Facebook? Nee, pass auf. Und zwar, man postet. Was ist Facebook? Man postet. Achtung, Facebook. Aus der Vergangenheit, aus der Zeit des Eiskonfekts. Ich sag doch, der kommt aus einer anderen Dekade. Zeit vom Eiskonfekt. So, also auf. Eigentlich ist Stefan auch nur so ein Replikat, wie nennt man das? Avatar? Hologramm. Nee, Hologramm. Ja. Ein Hologramm aus fernen Zeiten. Ich durchgreifen. Aua, ja. Jetzt habe ich mir wirklich. Ich bin eigentlich auch gar nicht hier, ich bin ein Kamel. Das könnt ihr nur nicht sehen. Identifizierst du dich heute als Kamel? Ja, jeden Tag. Dann müssen wir dich mit anderen Pronomen ansprechen. Ja. Hi und ho. Hoi. Genau. Hoi und Hoi ist wert, deswegen Hoi. Hoi und Schluck. So, also es gibt Leute, die schreiben bei Facebook oder posten bei Facebook Dinge. Mhm. Und dann schreiben die da, mein lieber Sohn, heute hast du Geburtstag. Der Sohn wird 2. Nee, so, um es abzukürzen. Und du weißt einfach, dass dieses Kind kann das die nächsten 16 Jahre nicht lesen und danach auch nicht, weil es dann kein Facebook mehr gibt. Mhm. Und das finde ich total bescheuert. Absolutes Riesen. Das ist ja auch ein Eingriff in die Privatsphäre der Person. Ja. Wenn stimmt. Mutti da Bilder postet, ja, das Kind nicht mal gefragt wurde. Und dann am besten noch irgendeinen so fetten Smiley auf das Gesicht. Oder Emoji. Dass man nicht mal weiß, ob es hässlich ist. Genau. Ja. Dass man die Hässlichkeit, also klares Nee an der Stelle. Nee. Ich hätte noch das Thema Elektroauto. Das kam nämlich Weihnachten auf. Elektroauto? Ja. Ah, da bin ich so ein bisschen hin und her gerissen. Nee, ich fahre Hybrid. Ja, ich bin wirklich, also weil ich ja. Und es ist so. Das ist so nicht. Kurze. Weißt du, also entweder mal hey oder nee. Also entweder man fährt elektrisch oder man fährt halt Verbrenner. Mhm. So, also sage ich elektrisch, nee. Okay. Wir hatten nämlich das Thema an Weihnachten. Ja, ich musste mich bei meiner Familie rechtfertigen, dass ich so einen Elektroschleuder fahre. Nicht. Und also mal so im Vergleich, mein lieber Onkel, den ich sehr mag. Der ist so Verbrennertyp, der fährt so Panzer. Mercedes, V8, Biturbo, Triple Turbo.
noch drauf mal. Kompressor. Also, Kompressor. Einspritzen. Also so 600 PS, irgendwas. Bäh, laut. Mhm. Kannst du das Geräusch nochmal machen? Bäh. Ja, danke schön. Das kann ich immer. Ein Mercedes irgendwo? Bäh. Das Fenster offen. Der kommt noch. Mal vorbeigefahren. Ja, auf jeden Fall habe ich schon, ohne irgendwas getan zu haben, so viel Shitstorm bekommen, dass wir uns dann geeinigt haben, doch mal eine Probefahrt zu machen. Mhm. Und siehe da, da kamen dann plötzlich so Sätze wie, naja, für meine Frau, so die ja viel regional fährt, wäre das ja für den Arbeitsweg super. Und mhm. Da hat ja auch ganz schön, also Beschleunigung, das ist schon, und auch die Gimmicks, die er so hat, und technisch ist das ja sehr weit vorne. Also, da war so ein kleines Umdenken da. Ich musste dann auch noch seine Verbrennerschleuderprobe fahren. War super. War's nicht. Super Plus. Ja, 18 Liter auf 100 Kilometer. Naja, also ja, mittlerweile ist da so ein bisschen. Wie ist es denn bei dir selber? Na, ich fahre ja Elektroauto. Ja, das muss ja nicht heißen. Hey. Es kann ja sein, du hast jetzt festgestellt, hätte ich mal lieber nicht. Naja, Winter und lange Strecken ist ein Ding. Ich wollte sagen, ich habe neulich ein Doku geschaut und da war es lange Strecken ein bisschen schwierig, weil du ja ständig im Sommer ist gut. Öfter mal Pausen machen musst, um aufzuladen. Da kannst du aber gut im Sommer gehen, geht's, ne? Da sind die Reichweiten, das kommt schon fast so hin, wie das auch die Hersteller angeben, aber sofern es unter 0 Grad geht, leidet der Akku schon sehr. Aber das Gute ist, es sind ja mal so 30, maximal 40 Minuten Pausen, die du hast durch das Laden und du machst halt anders, also andere Dinge. Also du gehst halt nicht nur kurz pinkeln und fährst weiter, sondern strickst einen Pullover, trinkst noch einen Kaffee, schaust eine Serie, unterhältst dich mit anderen Menschen. Ja. Nein. Plötzlich. Am Rasthof so im Gebüsch. Genau, so Leute mit Jogging. Dann hatte ich Sex in der dritten Pause. Naja, was soll passieren? So Leute mit Jogginghosen und Lederschuhen. Ja. Für Tesla gibt es übrigens auch Matratzen für die Rücksitzbank. Echt? Mhm. Cool. Also, wie viel hast du schon? Die Cybertress. Was? Wahrscheinlich. Cybertrace. Ich merke, hier ist ein Pausen-Fan. Gut, wir wollten das ja auch relativ kurz halten. Also Pausen. Hey. Hello, hey. Ich hätte aber auch noch eine Kategorie. Eine Sache noch. Till Schweiger Filme. Oh no. Hey oder nee? Nee, der hat genug Scheiße gebaut und der ist auch durch. Das ist wie hier das mit dem... abgelutscht. Wie ist der Parfümtyp? Ben Zucker. Den mussten wir auch killen in der letzten... Wir haben ein bisschen was rausgeschnitten, hast du gemerkt? In der letzten Ausgabe? Ich höre sie noch zu Ende. Achso, naja. Ich heb mir ein bisschen was für später auf. Aber wir müssen ganz dringend reden. Martins Medienecke. Spannendes aus dem Leben eines Rundfunkveranstalters. Das ist schlecht. Ich finde, alleine der Trenner ist schon ein Highlight. Können wir kurz über die Helene Fischer Weihnachtsshow reden? Drei Corona-Jahre hatten wir sie leider nicht bei uns am 25. Habt im Wohnzimmer. Ihr das gesehen? Jetzt ist sie wieder da. Ich habe tatsächlich später eingeschaltet, so gegen 21 Uhr, aber ja, dann habe ich es mehr oder weniger aufmerksam verfolgt. Gut, dann erzählt mir alles, weil ich habe es nicht gesehen. Oh, ich muss sagen, es war viel Bohai und Brumborium und so, viel Licht, schlechter Ton im Saal, habe ich gehört. Aber das ist ja meistens so, weil das ganze Geld ins Licht gesteckt wird, weil es ja Fernsehen. Sie hat wohl nicht live gesungen, das war wohl auch ein Problem. So, und teilweise. Pass auf. Und dann lädt man sich wirklich so internationale GästInnen ein. Also zum Beispiel. Oder auch nur 24 Tim, der irgendwie irgendein Influencer ist, wo man denkt so, why? Das war bestimmt die Phase, wo ich auf Toilette war, weil das Abend jeden für diese Show, die war das am Anfang? Also die Stelle habe ich auch verpasst, das war bestimmt da, als der Kartoffelsalat gekickt hat. Da hatte ich mal so eine kurze Auszeit. Da wollte der Kartoffelsalat wieder raus. Naja, gut, das sollte man vielleicht rausschneiden. Der war lecker. Ich finde, spätestens jetzt macht der Schnitt richtig Sinn. Cut. So, auf jeden Fall drin, Kevin. Lädt sie sich ja immer dann so ganz große Stars ein. Zum Beispiel Gossip mit Heavy Cross. Ich habe immer die ganze Zeit Sängerin. Ich habe die ganze Zeit gedacht, das Lied heißt Heavy Gossip und aber wie heißt die Sängerin? Aber es ist Gossip mit Heavy Cross. Habe ich heute nochmal recherchiert. Petra Cross ist. Ich habe mich. Sängerin. Ja. Ich dachte Petra Zieger, aber die macht nicht mehr. Nee. Naja, auf jeden Fall. Kommt halt eine Gossip. Also das klingt auch komisch. Dann kommt sie halt und singt. Und singt halt ihren Song. Und dann kommt Helene dazu und du hörst plötzlich, wie total das Playback reinfeuert. Und dann aber auch in so einem Musical-Englisch. Also weißt du, sie singt ja so. Ja, sie ist ja Musical-Darstellerin, ne? Ja. Und dann kommt Helene. Lalalala. Also, verstehst du ungefähr, was ich meine? Ich versteh's bitte nicht nochmal. Naja, aber das hat sie gelernt, ne? Sie ist ja Musical. Ja, aber das passt halt nicht. Und dann sollte man es doch einfach sein lassen. Das sagt keiner, weil alle Angst haben, sie werden gekündigt bei dieser Show. Ja, aber Helene ist auch unglaublich familiär, oder? Die würde doch nie jemanden kündigen. Ich glaube, das ist eine richtige Drecksau. Ich glaube, die ist hinter den Kulissen richtig scheiße. Nee, das glaube ich nicht. Ich glaube, die schreit rum und ist richtig, richtig bitchy. Nee, das ist Thomas Gottschalk, den du meinst.
Ja, wer? Ich habe den Namen gerade nicht gehört. Was? Spielte? Ja. Thomas Gottschalk gibt's ja auch. Oder fällt mir Stift aus einem. Ja? Also, ich muss sagen, wir haben das Thomas ja mit der ganzen Familie geschaut. Also von 16 bis 85, 88. Ja. Da war relativ wenig Begeisterung in allen Generationen, muss ich ehrlich sagen. Komisch. Weil es ist halt so ein ZDF-Ding. Man versucht es allen recht zu machen. Mhm. Und es war ein bisschen zu viel international, ein bisschen zu wenig Weihnachten für eine Weihnachtsshow. Also ja, aber es hatte nicht den Untertitel oder sonst was, irgendwie den Aufnäher Weihnachtsshow. Na, die Helene Fischer Show am 25.12. Ja, einfach nur, weil alle da vorm Fernseher sitzen. Na gut, also mir war es zu wenig Weihnachten. Aber wiederum habe ich doch was sehr Positives, nämlich die Tané. Die war das Double, ne? Mega Double-Performance. Das habe ich bei Instagram. Als künstliche Intelligenz von Helene war sie quasi das lebende Äquivalent. Furchtbare Rampe gebaut. Aber unglaublich witzig. Also es war so eine ZDF-Rampe, aber trotzdem, die Performance war krass. Und ich fand es aber total daneben, dass das erste, was Helene sagt, als sie sich Tané als ihr Double anschaut, naja, ganz schön kurvig. Schön, dass sie die Kurven ausfüllt. Das hat sie gesagt? Ja, so im Sinne von, eine fette Helene. Naja, aber es das klang war super, für mich, aber du bist fett, danke. Es klang für mich eher danach, so nach dem Motto, diese Kurven hätte ich auch gern. Nee. Na, da muss man schon sehr viel Interpretationsspielraum Also ich habe das positiv reinbringen. Positiv. Und also tanniert ja wirklich eine super Figur, das muss man ja mal sagen. Richtig, also wirklich. Also das war daneben. Also genauso wie dieses KI-Thema. Ja, dieses KI-Thema man ist, weil junge Leute machen viel mit ChatGPT. Weißt du, wie ich es gelöst hätte? Ich hätte sie einfach reinkommen lassen. Bei irgendeiner Performance. Ja, als nächster. Weil sie hat ja dann auch noch gesungen. Und sie hat so krass gesungen. Gut gesungen. Wo ich so dachte, also sie klang jetzt nicht hundertprozentig wie Helene, aber das war auch nicht das Ziel. Sie hat einfach gut gesungen. Und das war auch eins der nicht so einfachen Lieder. Das war Unser Tag, haben sie, glaube ich, zusammen gesungen. Genau. Und es wäre einfach witzig gewesen. Sie wäre einfach da gewesen. Ja. Und es hätten sich wahrscheinlich alle so verwundert angeguckt. Und die hätten wahrscheinlich eine Weile gebraucht. Ja, das glaube ich. Auch. Aber nein, wir haben ein KI-Thema draus gemacht und dann auch noch Tané wegen Fett geschämt. Ja, naja. Also ich muss sagen, grundsätzlich war es keine schlechte Show. Man hat immer gemerkt, sobald es Playback war und sobald es kein Playback mehr war, weil ich glaube, 1, 2, 3 Titel waren ohne Playback gesungen. Und doch so viele. Ja, es waren der deutliche geringere Teil. Ja. Und die klangen aber auch besser. Die habe ich verpasst. Weil die meisten haben es nicht hingekriegt, irgendwie so Playback zu singen, dass es einigermaßen aussah. Weil es war immer irgend so ein... Ja, das ist furchtbar. Sie kann ja nun mal singen. Also ich verstehe es auch nicht. Und vor allen Dingen, das Krasse ist, die produzieren ja 2 Tage an dieser Show. Ich glaube 10 Stunden oder so. Jeweils, also du hast auch 2-mal Publikum im Prinzip. Und es wirkte schon teilweise gequält. Und du hast halt auch gehört, dass der Applaus reingeschnitten wurde. Oh. Nur mal so, guckt noch mal rein. Ja, oh, ist wie unangenehm. Es ist einfach zu lang. Was ich unangenehm fand, war ihr Abgang ganz am Schluss. Den habe ich nicht gesehen. Dann, also dieser Klassiker, sie wurde auf so einen typischen Scherenlift nochmal hochgefahren, hat so das letzte Video gesungen, keine Ahnung. 10-mal in der Sendung. So, dann wurde sie wieder runtergefahren, überall dann diese ganzen Konfetti-Shooter und so, alles rieselte so langsam runter. Und dann hat sie sich bedankt und ging nochmal so diesen, wie heißt das, Ego-Catwalk, den es da gibt, ging sie dann nochmal so zurück und blieb einfach nochmal drin stehen. Lied vorbei, Musik vorbei, es fiel nur noch Konfetti. Und sie machte noch einmal so... Den Tané-Move. Genau, also richtig diesen... Genauso hat doch Tané sie parodiert. Ja, es war, also ich weiß nicht, ob es witzig gemeint war, aber es war... Die Frau ist aber auch überhaupt nicht lustig. Diese Frau denkt, sie ist witzig, sie ist aber in keinster Weise nicht mal ein bisschen Ich glaube auch nicht, dass sie witzig ist. Also, nein, also sie ist eine gute Sängerin und hat den Schlager so ein bisschen revolutioniert. Das kann man ihr schon zuschreiben und ich mag sie auch, also als Künstlerin, finde das auch toll, die Entwicklung. Ich habe sie noch gesehen in Carmens auf der Hutberg-Bühne. Ich habe neulich in der Börse in 2013... Ich glaube 2008 stand auf dem Plakat in der Börse in Coswig. Danke der ganzen Börse in Coswig. Wort draufgeschrieben, so richtig. Ach was. Und ich habe sie sogar mal gesehen, ich habe mal eine Schlagerkünstlerin betreut und da war sie quasi der Voreact. In France. Ich weiß. Beim Rosenblüten. Liebe Grüße an Elisa müsste das gewesen sein. Elisa. Ganz liebe Grüße. Aber ich muss sagen, grundsätzlich ist Helene Fischer inzwischen auch mehr Artistin als Sängerin. Also mega Sängerin. Es ist halt so ein Komplettpaket. Aber wenn du dir das anguckst, wie viel Cirque du Soleil da jetzt schon drin steckt und diese Sachen, wo sie sich hier da die Nase angebrochen, da den, wo sie sich irgendwie vor diesem Trapez da hat fallen lassen. Ja, das war übrigens sehr witzig parodiert von Tané. Ja, stimmt. Kann man sich gerne nochmal angucken. Ich guck mal das an. Mach ich. Ja. Machen wir gleich also zusammen. Also das war jedenfalls. Tané. Machen wir gleich zusammen, weil wir kommen langsam zum Ende. Es setzt jetzt auch schon, die Musik ein. Oh, Andy, du warst ein toller Gast schon mal. Dankeschön, danke für die Einladung. Super. Haben wir eigentlich genug über dich erfahren oder haben wir irgendwas vergessen, was du uns noch unbedingt erzählen musst über dich? Wie? Ach doch, halt, stopp, Kevin, mach nochmal die Musik aus. Ich habe noch eine spannende Frage. Ja, bitte.
Wie man vielleicht gemerkt hat, leide ich ab und zu unter Gedächtnislücken. Nee. Wir arbeiten dran. Das ist kein Problem, Paul. Wie haben wir uns eigentlich kennengelernt? Also ich habe eine Vermutung, aber ich möchte es gerne mal aus deiner Perspektive hören. Ich weiß nicht, ob ich das erzählen möchte. Ach Gott, so schlimm? Mach's ein bisschen offen. Also, was ist denn deine Vermutung? Es hat was mit Silvester zu tun auch. Oder war das zu, ist das das zu spät? Das war, glaube ich, schon das ist zu spät. Okay, dann greif mal nochmal ein bisschen vor. Aber es war das Jahr, an dem auch das Silvester war. Das Jahr, wo Silvester drin war. Oh, war das Jahr? Sag mal eine Örtlichkeit, dann würde ich vielleicht einsteigen. Eine Örtlichkeit? Na, wo das war. Oh, das weiß ich auch nicht so. Ich glaube, im Theater? Ja. Doch, es war im Theater. Ah. Ja. Als was stattfand? Eine Aufführung. Nee, da war, glaube ich, Lockdown oder sowas. War das bei der Neidbühne? Ja, ich glaube da, ja. Ah, das kann sein. Also der Andy hatte nämlich... Du warst irgendwie da, ich weiß aber nicht warum. Na, weil die das nicht hingekriegt so. Haben. Das ist oft so. Stopp, ja. Ich habe alles hinbekommen, ich habe so nur moderiert. Technisch gab es so irgendwie Probleme. Genau, und dann kam ich ins Spiel. Mhm. Also stimmt, da haben wir es das erste Mal gesehen. Ja, da kamst du dann ja. So reingefuhrwerkt. Bitte was? Ich kam mit deinem Schlitten reingefahren hier. Was ist okay. Denn das Adjektiv zu Furie? Zu Furie? Arschloch. Reingearschlocht. Nee, also aber tatsächlich, da saß ich 30, 45 Minuten mit Winterjacke und musste euren Technikern erklären, wie man einen Livestream macht. So lange saß du da. Ja. Ich war es nach 10 Minuten erklärt und Martin wollte nicht wieder gehen. Nee, ich war stockbesoffen, das weiß ich noch. Ich kann mich gerade so dran erinnern, was du gesagt hast. Und dann haben wir gesagt, was machst du denn Silvester? Komm doch mal rum. Und da hat Andi gesagt, das war unser Kennenlernen. Das freut mich. Da die Musik jetzt wirklich schon langsam wieder einsetzt, habe ich noch eine Frage. Weißt du, welches Lied auf die Playlist soll von dir? Ja. Möchtest du es verraten? Ja, Spannungsbogen? Mach mal irgendwas von, höre ich gerade ganz oft, Dolly Parton. Ah. Vielleicht. Wollen wir uns auf Jolene einigen? Nee, mach mal 9 to 5. Okay, 9 to 5. Sofern ihr den noch nicht drauf habt, sehr gerne. Dolly Parton 9 to 5. Sehr gut. Kommt für Andy bei uns auf die reine Nervensache OST-Playlist. Machst du das hier live? Hiermit geschehen. Mein Gott. Da gibt es auch eine tolle Version mit ihrer Paten. Wenn sie die Patentante ist, die Paten. Nichte? Nichte? Meinst du? Miley Cyrus. Ach was. Ja. Das ist die Patentante. Da das wusstest du nicht? Sage mal. Nee, wir sind ja auch ein Wissenspodcast. Im Övre von Dolly Parton bin ich nicht so. Ja. Nicht so drin. Und es ist total toll. Dolly Parton singt nach wie vor live. Also nicht immer, aber relativ glaubst oft. Du, das hört sich ganz oft nicht live an. Also, na doch. Also singt, glaube ich, bei Konzerten live. Aber bei so Shows ist es halt. Shows sind immer geplaybackt. Also, Dolly Parton, tolle Künstlerin, muss ich sagen. Ja. Ich sage, vielleicht machen wir mal ein Dolly Parton Special. Andy, für das vielleicht. Da müssen wir die Parker einladen, die hat nämlich die Perücke schon immer auf. Vielen Dank, Andy, dass du unser Gast warst. Das war wirklich sehr toll. Wunderbar. Wir haben so viel über dich erfahren. Auf die nächste Folge, die dann Mitte, Ende Januar irgendwann ist, dann in zwei Wochen. 14-tägig. Wir bleiben jetzt dabei. In zwei Wochen sehen und hören wir uns wieder. Ich sage jetzt schon mal, ihr werdet uns vermissen. Und mich ein bisschen mehr. Aber die letzten Worte der Sendung. Der Gast. Dem Gast. Alles klar, liebe Leute, bleibt stabil. Vielen Dank für die Einladung und bis dann. Tschüss. Reine Nervensache. Der Podcast. Eine Produktion von Seenluft 24 Fernsehen. In Zusammenarbeit mit Alex Pitchens. Moderation Stefan Thomas und Martin Hanschek. Bild- und Postproduktion Kevin Klose. Tonmischung Enrico Zibulka. AKM Recordings. Sprecherin ich. Ja. Ja. Zähle mal. Ah. War das jetzt schon der Buchstabe? Stopp. Oh, jetzt habe ich aufgehört. Na, warum? Ich war dabei. Oh. Ich war jetzt hier. Entschuldige bitte. Ich fange nochmal. Ich fange nochmal an. Mit A. Ah. Stopp. I. Stopp. Was? Da hatte ich einen Lauf. Boah. Das ist scheiße. Name aus den 80ern. Ines. Irmgard. Wie? Irmgard. Isabel. Isabel ist mir zu neu. Bitte? Ja, 80er ist eine Isabel noch. Isabel Varell zum Beispiel. Denk mal darüber nach. Ich glaube, alle Namen sind irgendwie 80er. Also, das stimmt. Ja. Unbeliebtes Geschenk, Igel. Habe ich auch. Nein! Und, wie kommt man denn da auf? Na, findest du, stell mal vor, hier, bitteschön, ein Igel. Ich würde mich freuen. Ist doch voll süß. Ja, aber der ist voller ich Flöhe. Achso. Igel ist voller Flöhe. Ausrede nicht auf Arbeit zu kommen, illegaler Banküberfall. Igel verschluckt. Insekt in Nase. Ja, hat viel Schönes. Sehr gut. Superkraft, Igeln.
Superkraft steht bei mir. Igel wieder. Na, Igel ist ja keine Superkraft, aber Igeln ist eine Superkraft. Ich war ja noch nicht fertig. Das ist nämlich wie Sonic, der Hedgehog, der sich nämlich auch immer durch die Welt igelt. Ich schreibe hier überall null Punkte. Findet ihr nicht, dass ihr das Igel ganz schön inflationär benutzt? Also, hast du was bei Igel? Nee, natürlich dann hätte nicht. Ich da 20. Hast du was bei Igel? Genau. Bei dir heißt die Kategorie schon Igel. Sorry, ich bin abgelenkt. Da ist I natürlich der einzig sinnvolle Buchstabe der Kategorie. Ich hab auch einen Rappernamen. Eisdick. Niemand? Ich bin gespannt. Also, niemand? Nein. Okay, dann habe ich 20. Aber ich hab ein System erkannt, was mir in der nächsten Runde helfen wird. Ich habe auch noch einen schönen Fetisch. Oh Gott, hat was mit Igel. Aber Andy auch. Was hast du denn bei Fetisch? Ins Gesicht pinkeln lassen. Ach, so explizit. Ich hätte Igel reiben. Igel reiben? Im Intimbereich. Also ah. Sind 10. Ja, warte mal, 10, 20, 40, 60, 70. 75. 25. 70. 70? Wo hast du nur 70 her? Achso, insgesamt. Entschuldigung, bitte. Nee, pro Kategorie. Nur in dieser Zeile 70, oder? Achso, nee, 75. 30. Oh. Naja, wieder mal habe ich gewonnen. Aber ihr wisst, die letzten werden die ersten sein. Ich habe hier noch Zeit aufzuholen. Eine Runde machen wir noch. Das ist jetzt. Das ist für ein super Bonus-Content mit einer Runde. Ich glaube, ich muss den Ring abmachen. Das quetscht ein bisschen mein Blut ab. Und schwitzt auch schon unheimlich drunter. Lecker. Und dann irgendwann so pilzig. So. Stefan, fang an. Achso, das war jetzt kein A, du zählst ja noch. Stopp, K. Fetisch, da gibt's natürlich jetzt eine gute Vorlage, aber... Stopp! Ja. Ich kann noch zu Ende schreiben, mein Ein. Nein. Doch. Also das ist eine richtig schlechte Runde für mich. Ich fand die super. Ich habe keinen Fehler. K ist mein Buchstabe, Leute. Na los. So, fangen wir mit Namen an. Klaus. Kurt. Katrin. Oh, Kurt. Hier kommt Kurt. Oh, nee, da kommt. Oh, da habe ich ganz schlimme. Einfach Kurt. Ungeliebtes Geschenk? Mhm. Kacke. Das ist wirklich extrem ungeliebt. Nicht. Nee, das willst du nicht. Also das wäre echt kacke. Ich hab Krr. Hä? Krr. Ist es diese russische Vorspeise? Da bin ich abgestorben. Na, ich würde sagen, 5 sind's. Stopp, was sollte Krr werden? Krambambuli? Kreide? Mann. Auch? Eine Krambambuli. Wer will denn einen Wellensittich haben? Kannst dir sehr gerne 2,5 Punkte dafür geben. Okay. Ja. Ich habe eine Kugelpresse. Was ist eine Kugelpresse? Man presst etwas. Kevin, kannst du das mal kurz googeln, ob es das gibt? Und am Ende kommt eine Kugel raus. Kevin googelt das, Kevin ist Schiedsrichter. Okay, dann lassen wir das noch offen. Ja. Aber ich sag euch, das ist so unbekannt, das ist auch unbeliebt. Mhm. So, Ausrede nicht auf Arbeit zu kommen, kam weg. Habe ich nichts. Komm nicht klar. Dann dürfte ich ja nie kommen. Auf Arbeit. So, meine Superkraft ist Kunst schätzen. Meines Kegeln. Koma trinken. Ach was, so eine Überraschung. Koma trinken, naja. Koma, klar. Sind wir wieder da. Mein Rappername ist Cockman. Das schreibt man mit C. Der Rapper schreibt sich mit K, weil das krass ist. Mein Name ist K.O. Also eigentlich steht Co und ich bin noch nicht weitergekommen, aber dann dachte ich so, K.O. ist eigentlich auch ein guter Rappername. Mhm. Ich habe Kiwi K.O. Bitte was? Ich habe Kiwi K.O. Hast du abgeguckt? Nee, ich habe erst Kiwi gehabt und dann K.O. Naja, Kiwi ich würde mir die 10 trotzdem geben. Ja, mache ich. Okay, dann macht er nichts. So, Fetisch habe ich leider nichts. Ich auch nicht. Kotzen im Club. Es gibt für alles Abnehmer. Come on. Kotzen im Club, also wo man Leute dazu einlädt und dann sagt man hier... Na, kennst du das nicht aus dem Club? So, hey, wo wir nachher alles zusammen hinten kotzen gehen? Ja, wieso nicht? Ah, geil. Super, dass du fragst. Ich nehme noch die Taschentücher mit. Okay, gut, verstehe ich. Jetzt brauche ich bloß noch für mich. Den habe ich jetzt 20 da, ne? Ja, richtig. Ja. Zum Zusammenzählen muss ich von Kevin noch die Info haben, ob es das eine Kugelpresse gibt. Und? Nein. Wieso denn? Ach, nein? Was für eine Überraschung. Ja. So, dann null. Wenn du jetzt schlau bist, baust du einen und lässt es dir patentieren, dann bist du reich. Kugelpresse, also an der Stelle Patent pending. Ja. Ich schreibe hier null, weil ich fair bin. Also ich habe auch schon durchgezählt.
traurig. So, das war's jetzt. Ich, ja, hätte, also, ich hätte in Summe 172,5 Punkte. Okay. Hat jemand mehr? Ich habe 140. Oh, das ist doch geschummelt. Das ist, ich habe 110 bloß. Naja. Was? Ja. Danke an mich. Das ist traurig. Ganz so. Tolles Spiel. Ich würde deinen Zettel wieder abnehmen. Nee, das ist der falsche Stift. Mhm. Oh. Entschuldigung. Oder sich fasten, sehen Luft. 24 Stifter gaunern. Aber dann, so nicht. Dann verabschieden wir uns an der Stelle von unseren Bonus-Material-Zuschauern. Bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt Bonus, Bonus, Bonus. Bei Hit, mach mit. Super.